Hallo! This is the end. My Danny. Only friend. This is the end. Herzlich willkommen zu Peppermint Gaming am Dienstagabend. Letzte Sendung vor unserer hochverdienten Sommerpause. Und Benny hat sich was ganz Besonderes rausgesucht. Das heißt beste nicht. Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Leider nicht. Leider nicht. Aber das Spiel, was der Benny am heißesten gemacht hat. Ja. Als er davon gehört und hat. Und auch eine sehr große Enttäuschung leider war. Bis jetzt zumindest. Gundam Breaker. Nee, New Gundam Breaker heißt es ja jetzt. Ja. Das erste Mal, dass ein Gundam Breaker für die Konsole, für eine Next Generation Konsole entwickelt wurde und nicht quasi für eine PS Vita und dann irgendwie schlecht geportet, sondern tatsächlich für die Konsole. Und ich weiß nicht, ob man es schon im Mikro hört. Das erste Problem, was das Spiel hat, warum auch immer, man hat ja permanent das Gefühl, die Konsole explodiert gleich. Achso, es liegt am Spiel. Ich habe vorhin schon gedacht, ob unsere Konsole gleich kaputt ist. Nein, es liegt am Spiel, weil egal, was ich zu Hause mache, sobald das Spiel irgendwie läuft, läuft die Konsole quasi im Explosionsmodus. So. Ihr seht aber schon, dass das Titelbild ist sehr schön in HD. Ja, das ist, ja, das ist halt Vita-Port oder PlayStation 1-Port nicht der Fall. Richtig. Und was mich halt so wundert, weil ich meine, es ist ja Unreal Engine 4 ja. Und es sieht ja auch tatsächlich fancy aus, aber vor allen Dingen in so Bildern, in denen relativ wenig passiert, die grafisch relativ anspruchslos sind, da geht das Ding dann richtig ab. Da explodiert die Konsole. Ja. So. Bevor der Benny anfängt zu spielen, ganz kurz der Hinweis natürlich noch für alle, die da sind. Im Twitch-Chat, ganz wichtig, falls ihr bei Facebook zuschaut, da geht unsere Gewinnspielrunde nicht. Wir haben ja auf der Animagic nächste Woche Freitag unser Community-Gathering in Mannheim. Da könnt ihr uns treffen, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, wir spielen ein paar lustige Spiele. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein beim Community-Gathering, dann könnt ihr jetzt noch in den nächsten 2 Stunden bei unserem Gewinnspiel hier eben mitmachen im Twitch-Chat. Einfach immer Ausrufezeichen Community, dahinter die Zahl der Tickets, die ihr gerne einlösen möchtet, schreiben. Ja, Tickets könnt ihr mit Aki-Points kaufen. Ein Ticket kostet 10 Aki-Points und so weiter. Ich bin mir sicher, die Community erklärt euch das sehr liebevoll, wenn ihr das bis jetzt nicht kennt. Die Gewinnspiele laufen immer 10 Minuten. Die werden wir auch nicht groß verbal behandeln, weil alle 10 Minuten Gewinner bekannt geben, geht Benny irgendwann auf den Sack. Das heißt, das mache ich so ein bisschen nebenher. Wir haben später aber auch noch Tickets für das Meet and Greet mit unseren japanischen Ehrengästen am Sonntag auf der Animagic. Das ist wichtig, ihr braucht eine Eintrittskarte zur Animagic, um da hinzukommen. Für das Community Gathering könnt ihr auch kommen, wenn ihr keine Eintrittskarte für die Animagic habt. Das ist außerhalb des Animagic-Geländes. Für das Meet and Greet mit Kawahara-san, Abeshi-san, Kashiwada-san und Adachi-san am Sonntag braucht ihr eine Eintrittskarte für die Animagic und dann könnt ihr die 4 japanischen Ehrengäste zu Sword Art Online treffen, Foto machen, Autogramm gibt's, 3 Fragen stellen und dann ist Feierabend, ja? Also wenn ihr Bock drauf habt, das gibt's später zu geben. Ja, so, das war's, das läuft, Benny, play away. Also, prinzipiell ist Gundam Breaker von der Grundidee her identisch mit den alten Gundam Breakern Spielen, denn man baut sich aus Einzelteilen seinen eigenen Gundam zusammen. Wie ihr seht, habe ich das schon formschön gemacht. Das sieht ungefähr aus in World of Warcraft haben wir damals immer gesagt, er hatte Würfelhusten. Das ist einfach tatsächlich völlig random zusammengebastelt. Und ich habe bisher auch noch nicht so die richtige Variante gefunden, die mir irgendwie vom Spielstil her gefällt, wo irgendwie die Teile so zusammenpassen. Deswegen sieht das Ding einfach aus, als hätte ich wahrscheinlich gefühlte 8 verschiedene Gundams ineinander gesmashed. Und die erste große Änderung, die sie gemacht haben, die ich natürlich etwas unschön finde, die Ausrüstungsgegenstände, also Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe, den Kopf, Arme, Beine und so weiter, könnt ihr ja alles quasi aus allen Gundam-Spielzeugen, die es gibt, zusammenbasteln. Die Werte, die euch die Sachen geben, unterscheiden sich kaum noch. Also es ist nicht mehr so, dass es tatsächlich lohnt, sich bestimmte Items zu holen oder bestimmte Teile zu besorgen. Es geht nur noch ums Optische. Es geht mehr ums Optische. Die Sachen haben alle noch verschiedene Werte, wenn man hier so durchsieht, aber die Änderungen sind bei hier sowas zum Beispiel relativ extrem. Aber das meiste ist sehr dezent. Viele Items haben halt einfach die exakt selben Werte.
Das finde ich schon mal ein bisschen schade. Trotzdem spielt es sich natürlich, beeinflusst man das Ganze dadurch schon noch. Was neu ist, wer schon mal einen Gundam gebaut hat, weil, weiß ja, dass man es, bevor man die Außenhaut anbringt mit den ganzen Panzerplatten und so wie der Gundam dann aussieht, gibt es immer einen sogenannten Frame und der ist bei jedem Gundam, je nachdem zu welcher Klasse er gehört, immer identisch. Und diesmal kann man tatsächlich hier verschiedene Frames auswählen, die verschiedene Eigenschaften haben. Ich spiele jetzt immer mit dem Striker-Frame, damit macht man relativ viel Schaden und ist relativ flott unterwegs. Dann gibt es Balance, das ist halt ausbalanciert. Gunner ist, glaube ich, Glass Cannon, also viel Schaden, hält aber nichts aus. Enchanter macht, glaube ich, so gut wie keinen Schaden. Dafür seine, die ganzen Spezialattacken, die man machen kann, die man erst aufladen muss, die machen dafür besonders viel Schaden. Und Searcher ist, glaube ich, der, wo man extrem schnell unterwegs ist, aber nicht viel aushält und kaum Schaden macht. Eigentlich wäre extrem schnell mein Ding, aber dadurch, dass der keinen Schaden macht und nichts aushält, dann irgendwie doch nicht. Und ja, der ist besonders gut, um Missionsziele zu erfüllen. Denn es gibt diesmal tatsächlich Missionsziele, die man erfüllen muss, was ziemlich cool ist. Ja. Und sie haben noch ganz viel anderes geändert, weswegen ich halt dementsprechend etwas enttäuscht bin. Der erste, wir starten natürlich im Einzelspieler. Und es gibt tatsächlich eine Story. Wir starten einfach mal mit der ersten Mission, damit wir eine Einführung in die Story-Mission bekommen. Oh, sieht aus wie eine Visual Novel. Genau. Aber mit deutschen Untertiteln. Guck mal an, natürlich. Ist ja auch. Du weißt, Menüdeutsch, das heißt nicht, dass der Text deutsch ist. Und ohne, dass ich euch jetzt die Story erkläre, einfach nur, dass ihr das Eröffnungsbild einer Schule seht, die Gunbra heißt. In dieser Schule geht es darum, dass man Gundams baut. Genau, also Gunpla baut, weil man baut ja eigentlich das Spielzeug. Ja, Gunpla, stimmt. Ja? Entschuldigung. Kann man jetzt schon... Beziehungsweise wir machen jetzt das Experiment. Was glaubst du, wie entwickelt sich die Story? Oder wie ist die Story? Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Sportfest irgendwann geben wird bei all diesen Sportlokalitäten, die dort angezeigt sind. Rechts vorne ist mit Sicherheit das Schwimmbad. Hinten sehen wir ja Track and Field, Fußball, Tennis und so. Also es schreit nach einer Sportfestfolge. Und ansonsten würde ich vermuten, das Gebäude sieht aus wie zwei ungleiche Brüste. Es wird ein bisschen Fanservice geben, der uns erwartet. Ja, vielleicht kann man später auch immer eine OP durchführen und kann die Brüste reparieren, sodass das Gebäude gleichförmig ausschaut. Ansonsten vermute ich, es wird die klassische Asterisk War Geschichte, die Schüler wetteifern einfach um die bauen Gundams und lassen die gegeneinander kämpfen. Relativ gut. Es ist tatsächlich erschreckend, wie generisch diese klassische Schulstory ist. Also, der Charakter, den man quasi darstellt, der Spieler, was ist man an der Schule? Also, was? Bist du neu an der Schule? Bist du neu an der Schule, natürlich. Natürlich ist man neu an der Schule. Hallo? Ja, was? Erste Vermutung. Dann, wer ist die böse Fraktion in der Schule? Auch super generisch, gefühlt jeden zweiten Anime. Da bin ich jetzt gerade überfordert. Die Alten, die Schüler, die halt schon da sind, sind die Bösen. Ja, aber wer die populären, hübschen natürlich. Der Schülerrat. Ach, der Schülerrat, da bin ich gerade überfordert. Es ist immer der Schülerrat das Böse, auch hier. Man merkt, dass ich seit 3 Jahren keine Anime geschaut habe. Ja, genau. Machen wir weiter hier. Es könnte auch noch eine Matsuri-Folge geben, wo sie vielleicht auf den Jahrmarkt gehen. Den könnte man da hinten irgendwo schön im Wald platzieren. Das hinten rechts sind bestimmt die Wohnheime, oder? Ich gehe davon aus, dass das die Wohnheime sind. Also ich war bisher immer nur in der Schule unterwegs. Und dann kommt gleich Eva 1 über die Strommasten gekrabbelt und macht sie alle platt, weil Evangelion eh viel geiler ist. Ja. Richtig. Die Stimme ist doch auch klassisch, oder? Ja, natürlich. Aber ist es die Betonung oder ist es die Stimme? Ich glaube, es ist die Betonung. Ich glaube, es ist die Betonung, ja, wie man das vorliest. Sehen wir das Überepische. Sieht man tatsächlich Charaktere oder ist das alles nur... Oh, hallo! Ich bin dein erster Love Interest.
Es ist tatsächlich die Frage, also bisher hatte ich die Option noch nicht, dass ich mir einen Love Interest suchen kann. Aber es schreit quasi danach, dass das noch passieren wird. Kannst ja auch fragen, ob ihre Brüste gleichförmig sind. Und ich meine, der Witz an der Sache ist, wir haben schon immer zusammen Gangsta gebaut und so weiter. Ich stelle mir das vor, welches Mädchen mit ihrem kleinen besten Freund irgendwo in der Ecke sitzt und Gundams baut. Ja, da doch, man sieht uns quasi angedeutet. Das ist der Traum eines jeden Gangsters. Das Spiel ist ja auch die perfekte Kombo. Also, du kannst Gangsters bauen und Computerspielen gleichzeitig. Mhm. So wie viel Zeit du sparst, kannst deine Computersucht mit der Gangstersucht kombinieren. Ich finde ja auch so, weil auch klassisch, du bist also dieser geheimnisvolle neue Schüler. Ja? Oh ja, also, das ist ein ich bin nicht ganz alt. Mhm. Mhm, wir sind natürlich für etwas Großes bestimmt. Ich würde es auch mega gut finden, wenn die Story sich gleich auf Schlachtschiffe verlagert und kleine Schulmädchen Schlachtschiffe durch die Gegend fahren. Das war auch eine großartige Story. Ja. Hier. Und das mag ich ja immer total gerne, wenn man den Spieler interaktiv in die Konversation einbindet. Und man so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Genau, man so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Also es gibt tatsächlich später Konversationen, wo man mehrere Auswahlmöglichkeiten hat. Ich habe aber bisher nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendeinen Einfluss auf den Storyverlauf nimmt. Eine Auswahlfunktion wird nur getoppt von Fatal Bullet mit drei Auswahlfunktionen. Aber jede das gleiche bedeutet und mit anderen Wörtern formuliert. Hihi, du wirst schon sehen. Es ist tatsächlich ganz klassisch Visual Novel. Also sogar die Musik im Hintergrund ist belanglose Fahrstuhl. Nein, schnell, wir müssen zurück ins Klassenzimmer, sonst gibt es Ärger vom Lehrer, sonst müssen wir nachsitzen. Nur wir beide. Nasradam fragt, Spiel ist schon draußen oder Pre-Release? Das Spiel ist draußen, seit letzter Woche, glaube ich. Nein, länger. Auch, echt. Wir haben das ja schon... Ach stimmt, das liegt schon seit 2-3 Wochen hier rum. Oder noch länger. Noch länger. Deswegen. Aber wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben. Nein, wir wissen das jetzt ein bisschen zu sehr. Also das ist tatsächlich, hoffe ich mal, nicht so schlecht, wie es jetzt gerade klingt. Nein. Es ist nur für mich als Hardcore Gundam Breaker Fan der alten Spiele, ist es tatsächlich ein bisschen, also ist momentan bin ich schon etwas enttäuscht. Genau, die Klassenlehrerin, die genauso alt aussieht wie die Schülerin, die wir gerade eben gesehen haben. Ich meine, sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Erst ist zumindest auf Japanisch komplett synchronisiert. Also, ja, das stimmt. Das ist immerhin ja cool, weil ich meine, würdest du jetzt einfach hier nur sinnlos Text lesen? So, dann kann das Spiel ja jetzt raus. Ich hasse immer die Videos. Links. Hier Release 3.18. Vielen Dank. 4players.de ist eine Infoseite, die könnt ihr mit der kann man super viel arbeiten. So, guck mal. Bandai Namco. Wenn es jemand wissen muss, dann die. Das ist sogar auf hier Frontline. Ach nee, das ist direkt die Page schon. So, Spielinfo. Hauptmerkmale. 22.06. Da kommt man sogar schon einen Monat raus. Ja. Ich habe da auch schon ein gutes Stück weit gespielt. So. Natürlich immer so direkt am Anfang, am ersten Schultag müssen wir uns gleich mal beweisen. Gehört hier zum Schulunterricht noch dazu? So, boy. Und das ist auch der typische Klassensprechercharakter, ja? Ja, Zundere so ein bisschen, ja. Schaut dich böse an. Es ist aber sie ist tatsächlich lustig, wenn sie dann, sobald sie im Kampf ist, ist sie mega witzig. Das teasern sie jetzt hier nämlich schon an. Echt? Geht sie voll ab, wenn sie im Kampf ist? Was wusstest du, dass ich, wenn Iori mit den Kämpfen ab, dann nur Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Kannst du ja einen Namen geben?
Nee, die Namen sind das. Also ich kann mir konnte ich einen Namen geben, aber ich kann bei ihm, ich kann später glaube ich auch verschiedene Charaktere. Das ist aber schon sehr hübsch fertig gebaut. Das müsste. Ja, das ist ja meiner, den ich schon. Das ist ja der, den ich schon gespielt habe. Weil man kann die Mission ja immer wieder spielen. Ich verstehe. War ja auch bei Urgun, beim normalen Gun and Breaker so, aber. Boah. Das muss ich mal ganz kurz gewinner ziehen, aber ich werde ihn vorlesen, ihr werdet den Chat erstmal lesen, damit Benny in Ruhe hier weiterreden kann, wie er spielt und die Präsenter schon jetzt immer mit seinem Gundam auseinandernimmt. Das erinnert mich ein bisschen an Katamari Damacy, nur mit Gundams. Und du kannst nicht so Sachen aufräumen und nicht groß werden. So, und ihr seht, hier gleich die große Änderung, ja, es gibt nicht mehr ein Areal, wo man sich so ein bisschen schlauchmäßig durchkämpft, sondern ihr habt quasi große Arenen, in denen ihr euch frei bewegen könnt und kämpft, und rechts an der Seite seht ihr mal den Auftrag. Und ihr kriegt während der Mission, also während ihr diese Mission spielt, die geht immer 10 Minuten, kriegt ihr ganz viele verschiedene Aufträge. Und je nachdem, welche Aufträge ihr erfüllt, kriegt ihr dafür Punkte, also Siegpunkte quasi. Und je mehr Siegpunkte ihr habt, desto besser steht ihr da. Quasi. Und später im Verlauf des Spiels, hier können wir quasi gerade nicht verlieren. Ja? Später spielt ihr quasi gegen gegnerische Teams. Und müsst dann am Ende mehr Punkte haben als die Gegner. Mit den verschiedensten Missionen, die ihr fast habt. Hier sollen wir jetzt wieder 8 Container zerstören. Und wir sehen hier eigentlich gerade mein Hauptkritikpunkt am ganzen Spiel. Da komme ich aber jetzt später dazu. Ja. Ein bisschen langsam, oder? Ja. Und mit dem, was Baby normalerweise macht, ja, das ist nicht so deins, oder? Das ist nicht so schnell, aber ich weiß nicht, ob da nicht, dass ich bisher einfach noch den falschen Gundam gebaut habe oder noch die falschen Teile habe, aber ja, irgendwie fühlt es sich nicht mehr so schnell und dynamisch an. Liegt aber auch daran, dass wir nur eine PlayStation 4 haben und keine PlayStation 4 Pro. Möglich. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns das Ding nämlich gleich durch. Lass uns das Ding gleich um die Ohren fliegen. So, jetzt sollen wir als nächstes Missionsziel den Gundam zerstören, der hier aufgeploppt ist. Und ein bisschen größer als ja, das gab es in den alten Gun and Breakers ja auch schon. Aber wir machen jetzt mal was. Eine Ghostbusters-Falle. So. Denn das ist jetzt mein persönliches großes Problem mit dem Spiel. Im alten Gun and Breaker war es ja so, wenn man Loot gefunden hat, hat man den Loot einfach eingesammelt und hatte ihn zur Verfügung. Im Spiel. Also beziehungsweise, es war wie Diablo. Du sammelst den Kram ein und konntest daraus dann dein Gundam bauen. Und hier ist es jetzt so, dass wir zwar den Loot einsammeln können, aber nur 8 Stück. Ne, 5 Stück glaube ich. Oder wie viel sind es? 6? Das ist die Kamera davor. Ich weiß es nicht. Und 5 glaube ich. Ja. Ihr habt unten diese kleine Anzeige und ihr könnt so viele freie Felder, wie ihr habt, könnt ihr Items mitnehmen. Wenn ihr die Items dann quasi looten wollt, müsst ihr dann noch in der Arena zu eurer Kiste hinfliegen, die immer irgendwo random spawnt, und müsst das Zeug in die Kiste reinlegen. Erst dann wird eurem Account gut geschrieben. Hat einer ein bisschen zu viel Dark Zone gespielt. Ja. Und, das war tatsächlich, haben wir nur goldene Teile gefunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und das Problem ist, dass wenn ihr... Es geht ja vor allem darum, dass man neue Teile kriegt, dass man sich seinen Lieblingsgun bauen kann und so weiter. Und die Missionen sind aber dafür kontraproduktiv, weil es gibt zwar auch Missionsziele, wo es heißt, sammle 3 Teile ein und gib die 3 Teile ab, immer wieder zwischendrin. Man hat dann aber nur 3 Teile. Und um die Mission zu schaffen, teilweise, die sind vom Schwierigkeitsgrad her nicht immer ohne, muss man teilweise alles einfach stehen und liegen lassen und sich nur um die Gegner kümmern. Und hat dann zwar die Mission geschafft, kriegt aber nicht gelootet. Und das ist ja eigentlich Sinn und Hauptsinn und Zweck. Das ist nicht so geil. Aber vielleicht spielst du das Spiel auch einfach falsch. Vielleicht. Hast du schon mal Let's Play-Videos geschaut von Leuten, die was können und nicht von uns? Und das ist tatsächlich, also so wie ich da bisher die paar Let's Plays gesehen habe, war es immer so, dass die
die Mission einmal gespielt haben, um die Story quasi zu machen, um sie zu schaffen und zu wissen, um was es geht. Und dann gezielt bestimmte Missionen, die, wo Gegner vorkommen, die aus den Teilen bestehen, die man haben möchte. Die Mission immer wieder zu spielen und quasi die Missionsziele links liegen zu lassen und primär nur rumzufliegen und die Teile einzusammeln und an der Kiste abzulegen. Die Frau Aida. Das Lehrerschiff. Ja, genau, das ist unsere Klassenlehrerin. So, das war die erste Mission. Und wir springen einfach mal in die heran. Ach nee, komm, wir machen, damit wir noch ein bisschen in die Story weiß, um was es geht. Machen wir hier nur die zwei. Also wenn ihr quasi später farmt und so weiter oder halt Missionen mehr verspielt, ihr müsst euch nicht jedes Mal den kompletten Story-Part anschauen. Ihr könnt einfach mit Options überspringen. Richtig. So wie sich das für ein gutes Spiel gehört heutzutage. Sicher habe ich Zeit, meine Liebe. Das ist ein bisschen schade, dass sich die Rippen nicht bewegen. Also ich finde, wenn man schon eine komplette Sprachausgabe macht, dann hätte man das noch rein animieren können. Das stimmt allerdings. Ich meine, das Schöne ist ja, dass diese Kugeln, die ihr in den Gun & Breaker-Teilen immer sieht, mit denen man ja quasi die Kämpfe simuliert, dass die ja tatsächlich sehr ähnlich den Kugeln aussehen, wenn ihr in Japan in eine Spielhalle geht und da das fette Gun im Spiel spielt. Da sitzt ja auch in so einer Kugel drin. Der Schüler hat für das Gespräch mitbekommen. Genau, es gibt ganz viele Clubs, ja, wie in jeder Schule in Japan. Und die Schule besteht gefühlt, würde ich sagen, nur aus Gundam-Clubs. Und sie ist Mitglied des AIDS Club und wir treten dem jetzt bei. Der sieht aus, als würde er Stress machen. Ja. Und man merkt auch gleich, wie im Hintergrund der schlechte Trash-Metal kommt. Yeah. Und ich wette mit dir, er hat einen Schwachpunkt. Wenn du den triffst, dann sitzt er wie ein kleines Baby in der Ecke und heult. Ja, ja, also er hat keinen Schwachpunkt. Also sein Gundam jetzt nicht, den machen wir einfach so platt. Aber vom Verhalten her ist es auch das typische Verhalten. Er kommt immer wieder und kämpft immer wieder gegen dich. Und Okay. Wir bekehren ihn quasi immer langsam mehr zum Guten. Denn er ist ja auch nicht wirklich, der ist ja quasi auch ein Opfer irgendwo, denn er gehört ja nicht direkt dem Schülerrat an. Können wir ihm eine Calling Card da lassen und sein Herz stellen? Morgan for a win. Wenn Morgana einen Gundam bauen würde, ja. Dann wäre jetzt schon vorbei, aber wäre so awesome, dann würde die Schule einfach verschwinden, weil der so awesome ist. Oh, jetzt unser Chat weg. Hier, genau. Shield of Laplace heißt der Laden. Das ist der Teil der Schüler. Das sind quasi die alle anderen terrorisieren. Na, natürlich. Oh, zwei Auswahlmöglichkeiten. Und der nächste Kampf. Und auch klassisch, glaube ich, auch schon in 10 Millionen Serien irgendwo gehört. Sie ist tatsächlich ehemaliges Mitglied des Schülerrates. Oh. Und wurde dann, soweit ich weiß, rausgemobbt von den anderen. Und seitdem ging es den Bach runter. Ja, komm, wer war ein bisschen aggro hier.
このパーツは返す。お前にはスーパーフミナのコスプレで俺の言うことをなん。Super Fumina, die gerade erwähnt wurde, zu der kommen wir später auch. Sie hat tatsächlich auch einen Auftritt. Genau, das ist quasi der Hauptmodus, in dem wir spielen werden, nämlich mal 3 gegen 3. Das man dann natürlich auch online macht. Also dann auch mehr Spieler spielen kann. 3 gegen 3 Teams. Und es geht quasi darum, alle sind in derselben Arena. Am Ende gewinnt das Team, das die meisten Siegpunkte hat. Man kriegt natürlich Siegpunkte für die Missionsziele. Man kann sich aber auch gegenseitig platt hauen. Also deine Friendly Fire sozusagen. Nein, also man kann das gegnerische Team auch platt machen. Ah, okay. Also du kannst nicht nur die NPCs quasi... Die also ist unser Ziel eigentlich immer, das gegnerische Team tot machen. Tatsächlich nicht, weil es dir keine Siegpunkte bringt. Aber sie sind doof, wir wollen sie tot machen. Ja, und das ist nämlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, denn das gegnerische Team ist teilweise extrem aggressiv und die Gundams von denen halten wahnsinnig viel aus, machen ziemlich viel Schaden. Und es ist mir sau oft passiert, dass wenn du an irgendeiner wilden Stelle kommst und plötzlich 2 oder 3 von denen um dich rumstehen und wenn die dich alle fixieren, dass sie alle auf dich gehen, bist du halt nach 2 Sekunden tot. Das ist nicht so gut. Nee. Können ja einen Death-Counter einführen im Stream. Das hier ist Rinko. Das ist so ein bisschen der Running Gag. Jedes Mal, wenn wir irgendeine Mission starten und irgendwo einen Kampf anzetteln, springt sie plötzlich quasi aus dem Hintergrund raus und kommentiert das Ganze. Ist sie die Kommentatorin oder versucht sie uns zu... Sie ist die Kommentatorin. Ja. Nee, sie ist die Kommentatorin. Sie ist, genau, die Chefin des Sendeclubs. Also der Radiostation. Oh Gott, hab ich voll den Herzinfarkt bekommen, weil genau in dem Moment, wo ich hier klicke, geht das Bild weg. Das bleibt das Kingboss wieder zu reparieren. Wo ist die eigentlich? Ich weiß nicht, die wird nicht angezeigt. Komisch. Hast du sie vielleicht verschoben, dass sie nicht mehr im Vordergrund ist? Nein, sie ist auf der 2. Ebene. Drüber steht nur der Name vom Spiel. Das sollte trotzdem. Das überlagert eigentlich nichts. Guck mal, wir haben voll gepennt. Der war schon von Anfang an nicht da. Warum? Aber hattet ihr den vorhin bei den anderen Sachen? Vorhin war er da, ja. Morita Shogo 3 年だ。Seltsam. Naja. ラプラスの盾に入ったら、ただじゃおかねえからな。Das ist das Wichtigste. 始まりました G Cube。今日は私、放送部長。Spielt man eigentlich nur in diesen Büroräumen oder gibt es immer noch mal außen Level? Man spielt aber relativ viele Missionen in den Büroräumen. Leider. Und ich in den Büroräumen. Aber so halt Klassenzimmer sind das ja vermutlich. Büroräumen. Alles viel zu schnell. So, jetzt haben wir die erste Mission bekommen. Und ihr seht hier die roten. Das sind die quasi das gegnerische Team. Und ich meine, ja, im Vergleich zum alten Gundam, das sieht schön aus und es geht auch ab wie Sau. Ja, aber das Problem an der Sache ist halt einfach, dass es zum einen unfassbar übersichtlich und zum anderen, ja, ihr seht, wie viel Loot hier rumliegt und wir können das quasi gerade nicht einsammeln. Wir sammeln jetzt hier mal so ein bisschen Loot ein, was hier so random in der Gegend so liegt. Die da nicht ein bisschen voll gemacht. So, wir reichen mal so ein bisschen den Gegner hier aus, in der Hoffnung. Oh, lass mich in Ruhe. So, dann liegen wir mal.
dauert auch verdammt lange. Ja. So, der wird uns hier auch gleich platt machen. Schön finde ich, dass er die haufenweise Aktionen direkt anzeigt, die alle gesperrt sind. Ja, weil du dafür, wenn wir diese Kisten zerlegen oder neutrale Gegner besiegen, kommen immer diese Orbs. Ja, sieht ja gerade, wir haben auch die Mission, hier zerstöre 10 Kisten. Dieses Orb, das fliegt uns auch hinterher. Und damit leveln wir quasi unserem Ding da oben auf. Und jetzt sind wir auf Stufe 4 aufgestiegen, jetzt sind weitere Sachen freigeschaltet. Ah, ich verstehe. Es gibt tatsächlich, also ich habe schon Waffen gesehen, die machen ultra krass Flächenschaden. Ultra chaotisch einfach irgendwie. Und es, mir fehlt halt irgendwie so das, was ich bei den alten Gun Breakern eben cool fand, dass man na, auch viele Gegner hatte, aber dass man quasi sich gezielt mit den Gegnern anlegen konnte. Irgendwie. Ja. Da hat ein bisschen was von den Warriors-Spielen, nur mit weniger Gegnern. Und dass du keine ultra geilen, overpowered Mega-Attacken zünden kann, mit denen du auch den ganzen Wirtschaft zerstörst. Was man allerdings sagen muss, also das geht, das eigene Team hilft einem schon ziemlich gut weiter. Denn ihr seht, wir haben schon 12 Punkte, der gibt noch 0 Punkte. Das geht da unten schon wieder ab. Basti muss mal wieder verdeckt. Tatsächlich Unglaubliches geschehen. Es kam ein Vater und hat die Kinder von unserem Grundstück entfernt. Bin beeindruckt. Das ist das Ende der Welt. Skandalös. Da müssen wir uns ja noch keine Dobermänner zulegen, die Schade. Kinder zerfleischen, wenn sie unser Grundstück betreten. Oh. Oh nee, das ist jetzt so ein Kommentar. Für den fliege ich dann bei Disney in 20 Jahren raus, wenn ich Guardians of the Galaxy 8 mache. Verdammt, jetzt ist es im Internet und dafür schlagen wir bei Disney raus. So, jetzt haben wir einen Hauptauftrag bekommen. Wenn wir den abschließen, endet die Mission automatisch. Deswegen forciere ich das nicht und lasse das immer mein Team machen, weil die können normalerweise auch meinen Namen. Den finalen Boss. Du nutzt jetzt noch ein bisschen. Genau, ich versuche jetzt noch zu nutzen. Das macht quasi, dass das so langsam ist. Ja. Also ganz ehrlich, hast du einen Boost irgendwie? Nee. Ja, also ich booste hier immer wieder. Oh, das ist der Boost. Ich dachte, das ist so ein Auspuff, den du hast, wo hinten einfach ein grüner Glitzer rauskommt. Super, jetzt hat jemand die Kiste gelootet und ich, bevor ich meine Sachen abgeben konnte. Mega gut. Ist eine neue Kiste dann? Ja, da unten. Die spawnt aber halt irgendwo random im Raum. Sprich, die kann auch hier, kann ja auch passieren, dass die halt irgendwo am ADB. So. Kannst auch getroffen werden, wenn du da stehst und lootest. Das ist ja auch dann gut, wenn diese Kiste so mitten im Raum steht, wenn man gegen 5 Gegner spielt. Ja. Ich hätte mal noch Gun Breaker 3 mitnehmen sollen, das ich für die PS4 habe, um das dann irgendwann mal für 10 Minuten im Vergleich zu spielen, damit man sieht, was ich meine. Und dass es halt auch viel, viel langsamer ist. Und ich habe aber auch, kann ich vielleicht mal kurz aufmachen, gerade beim Google, wenn ich mich schlau machen wollte über Gun Breaker, das Spiel ist nicht sehr positiv aufgenommen. Nee. Allerdings, was sind wir da? Forbes hat er geschrieben. Hier, New Gun and Breaker tries to unbreak its... Ja, ich gebe den Kopf jetzt zu. New Gun and Breaker tries to unbreak its problem with upcoming patches. So. Man müsste die Spielmechanik ja relativ krass
Following the launch of New Gundam Breaker on PlayStation 4, both fans in the West and Japan have voiced their disappointment with the new game. Well, it seems that Bandai Namco is going to patch some of the game's problems. Over an official New Gundam Breaker site, verabschiede mich jetzt ins Schottische. Alles okay. The team at Bandai Namco has listed a number of changes via upcoming patches. Schon drin sollte sein, Gunpla Distribution Mission Start. These will add new Gunpla via missions that you play in single and multi mode. In addition, these will appear for limited periods of time at fixed intervals. Ah ja. July, Button Input Response and Operational Stability will be improved. The Camera and Lock-On Behavior will be improved. Ja, the third and fourth Behavior and Amount of Parts falling off due to damage from them will be adjusted. A change will be made that will allow you to get parts from teammates at the end of a multiplayer match. Radio Chat will get more lines. Unspecified parameters will be adjusted. Im August, Assembly Sorting Functionality will be improved. More battle stages will join the lineup. Multimode will get options that will allow for 3 players versus CPU battle or make a room to have a 3 versus 3 player battle with 6 people. Also quasi dedicated. Klingt jetzt aber nicht so danach, als ob nee, das... Nee, als wäre das, was mich daran stören würde, gefixt ja. werden. Naja. Warten wir auf nächste Gundam-Spiel, was nächstes Jahr rauskommt. Ja. Das ist tatsächlich immer recht witzig, wenn die anfangen dann über irgendwelche Gundams zu fachsimpeln und dann sagen, ich bin hier die und die aus dem und den, ja, meine Lieblings-Gundams sind der und der und der und der und neuerdings stehe ich total auf den und... Ja, sehe ich nicht anders, wie wenn wir über Horde War Machine fassen. Das ist wohl wahr. Oder früher über WoW. Wir sind schon alles ganz furchtbare Nerds hier. So. Wir spielen mal noch die dritte Mission, weil da gibt es tatsächlich mal ein anderes Szenario. Also da gibt es mal eine andere Karte. Das halt und was das, uns dann noch storymäßig... Das Labor und nicht das Klassenzimmer. Nee, ich glaube, das ist sogar quasi eine simulierte Outdoor-Karte. Was euch dann noch an Story fehlt, kann ich euch noch dann erzählen. Mir fehlt jetzt ein bisschen, weil ich ja so unaufmerksam momentan bin. Wie funktioniert denn das jetzt? Also ist die Hintergrundstory, wir steuern die Remote oder setzen wir uns in diese Maschinen ja. rein und steuern die? Ja. Also, ich glaube, so habe ich das verstanden, das war auch schon immer in den alten Gundam Breakern Spielen so, dass man sich quasi in diese Simulatoren reinsetzt. Man baut wirklich so, wie man das ja auch in echt tut, die Gundams sich aus den Einzelteilen zusammen, weil die sind ja, wenn man aus derselben Serie welche nimmt, also High-Grade, Master-Grade und so weiter, sind die ja untereinander kompatibel, weil der Frame ja immer, wie gesagt, immer dasselbe ist. Ja. Also man kann die tatsächlich, könnte sie tatsächlich kombinieren und dann ist das, sieht man ja auch so ein bisschen im Hintergrund, wie wenn wir Tabletop spielen. Ja. Also nein, mit wie anmalen, wenn wir Tabletop bauen. Ja. Mit Anmalen auch, mit, ich habe in der gestern Abend, als ich kurz gespielt hatte, habe ich den Sprayer-Club quasi verhauen. Weil die quasi keine anderen Schüler mehr ihre Gundams haben ansprayen lassen. Ich verstehe. Und die habe ich dann verhauen. Und ja, also Sinn und Zweck ist, man baut quasi sein Gundam-Spielzeug, stellt das dann, glaube ich, auf so eine Plattform drauf und geht dann in den Simulator rein. Ah, hier genau. Sie war im Schülerrat und alles toll. Und damals, als die Schule noch schwarz-weiß war. Ja, aber wenn du ein Standbild hast und du willst stilisieren, dass es quasi gerade in der Vergangenheit Rückblick ist, dann ist es sinnvoll, ja, das Ganze irgendwie schwarz-weiß zu machen. Das stimmt. Versteht jeder. Wir denken vielleicht auf den ersten Blick, aha, damals vor 60 Jahren. Oh, ja. Und das ist die klassische Pose. Ja? Die sehen den Mantel aus, da drüber und so dastehen. Als wären sie aus Velgrave aus der bösen Fraktion so ein bisschen. Ist da wirklich eine böse Fraktion? Ja, natürlich. Ich habe zu wenig von der Serie gesehen. Obwohl ich sie ja immer sehen wollte, weil sie ja echt gut war. Ein Klassiker. Naja, die erste Staffel, nur die zweite Staffel war schon sehr albern. Ja. Erste Arc war tatsächlich ganz gut für eine Mecha-Serie. Das waren noch Zeiten damals, als wir unseren Simulcast noch bei Vimeo gemacht haben. Ja, es war generell damals einfach still. Die Firma war uns zweit. Keine Weiber in der Firma. Keine einzige Frau in der Firma. Ach, war das noch Zeit.
コスモ貴族士ガンプラバトルで強いものが正義。Stell dir mal vor, damals erstes Mal, wo wir zu zweit auf der Animagic waren, wo wir Panel gemacht haben und tatsächlich unsere Chefs an den Stand betreuen mussten in der Zwischenzeit. Mega gut. Ja, also die restliche Rahmenhandlung ist, sie erzählt uns jetzt eben nochmal, wie die Schule verkommen ist, weil dieser neue Schülerrat da die Macht an sich gerissen hat und quasi alle Schüler unterdrückt, dass keiner mehr den Gundam bauen kann, so wie er möchte. Und das ist alles ganz dramatisch und ganz traurig. Und wir von diesem Gunpla-Club Nummer 8, den wir hier sind, wir nennen uns jetzt um in, ich glaube, Side Zero oder so. Und wir sind jetzt quasi die geheime Terrororganisation, die gegen den Schülerrat kämpft. Und wir legen uns jetzt als Terrororganisation. Wir legen uns jetzt mit dem Schülerrat quasi an und betteln uns quasi durch ihre Schergen durch, um die Schule zu befreien. Dass alle Schüler wieder Spaß mit ihrem Gang haben. Es ist eine traurige Welt, wenn man keinen Spaß mit seinem Gunpla hat. Ich meine auf Gunpla. Ja. Ich meine, ich habe mit meinem Gunpla zu Hause Spaß. Wenn ich es baue, dann stehe ich einfach nur blöd rum. Ich hätte natürlich deutlich mehr Spaß, wenn es tatsächlich so wäre, dass ich das Viech irgendwo draufstellen kann und dann damit virtuell kämpfen kann. Das stimmt. Dann wäre es das beste Spiel aller Zeiten. Vielleicht in 20 Jahren, Benny. Das ist nicht deine Schuld, Yui. Geh mit mir ins Bett. Mit was? Sofort. Ich habe ein funkelnagelneues Zimmer in unserem Gunpla-Wohnheim. Ich meine, das ist auch ein bisschen los, weil ich meine zum Beispiel bei Gundam Breaker 3 war die Story ja tatsächlich so, dass man, sie hat ja in Tokio gespielt und man stand ja auch tatsächlich in einigen Szenen vor dem Gundam Café, wo wir ja auch drin waren. Ich glaube, es gab auch irgendeine Sequenz, wo man dann in Daiba. Es gibt ja mehrere Gundam Cafés. Es gibt nicht nur eins. Echt? Wir müssen in alle. Nein, lieber nicht. Wenn ich mit dir in jedes Gundam Café muss, dann musst du mit mir in jedes. Wie hieß das bunte Ding? Nee. Ich habe vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall jedes bunte Café. Der Witz in der Sache ist, die Leute voten nur noch dafür. Ich glaube, das Video, was sie damals gemacht haben, wo ich total genervt am Rand stehe und diese Show von denen anschaue, war sehr beliebt. Hier, Verschwörung zum Widerstand. Kawaii Monster Café, genau. Kawaii Monster Café, genau. Das war's. Kawaii Monster Café. Mhm. Außerdem war das Gundam Café bestimmt nicht so toll, weil ihr alle so schlecht gelaunt wart. Ich war der Einzige, der drin saß und sich irgendwie gefreut hat. Du bist aber auch der Einzige, der ein solch inniges Verhältnis zu Gundams hat. Das ist ein bisschen wie wenn ich dich in ein Musical-Café wahrscheinlich schleppe. Wobei in einem Musical-Café stelle ich mir schlimm vor. Nein, selbst wenn ich Musicals mag, tue ich mir das glaube ich nicht an. In ein Siedler-Café. Da musst du dir dein Essen erspielen. Ich tausche 3 Schafe und 2 Holz gegen diesen Kaffee. Hier, ich habe 5 Schwein und 6 Erz. Ich hätte gerne dafür ein Steak. Widerstand gegen Schiebhoffplatte. Widerstand ist zwecklos. Mhm. Außerdem in Tokio gibt es doch eh nur einen anderen Café und da waren wir ja drin. Und ich glaube, Nestia ist die anderen spektakulärer. Die Musik ist aber tatsächlich die im jedem Gundam Breaker drin ist. Klassische Gundam Musik. Ja, solange nicht der das Opening von der Ur-Gundam-Serie. Das lief ja, als wir im Gundam Café waren, da bin ich schier wahnsinnig geworden. Weil das ist ganz schlimm. Das ist tatsächlich ganz schlimm. Bei allem Nostalgiefaktor, nein, es ist furchtbar.
Also es gibt auf jeden Fall eins in Akiba. Ja, da waren wir ja. Es gibt eins in Daiba. Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Unten, da neben dem Ding. Das ist doch kein Café. Ist das doch, ein Café? Das ist ein ganz Café, ein kleines. Ich weiß nur, dass da der kleine Trailer davor steht mit dem Shop drin und ja, oben das Museum. Da hinten dran rechts ist nämlich das ganze Café. Hm. Vielleicht ist das ja schicker als das andere. Tatsächlich gibt es nur die zwei, verdammt. Das ist hier noch mehr. Auch mal, haben wir alle gesehen. Ist das Operation? Aber das in Akiba ist tatsächlich das einzige offizielle richtige Große. Das in Daiwa ist nur eine Zweigstelle quasi. Das ist fast gut, das ist in der Kronen. Das ist ein Fake-Out, gerne im Café mit Merch-Kleidung. Das ist mal geil, was da. Was wir wieder alles lernen heute hier. Und Miri hat nichts zu tun, ich schaue das nicht ernsthaft zu. Miri, wenn du daheim zuschaust, kannst du das nächste Mal auch hier bleiben und mit uns zusammenspielen. Das würde tatsächlich den Unterhaltungswert dieses Streams, glaube ich, ins Unermessliche steigern. Du musst dir nur deine ganzen fiesen Sprüche unterm Tag aufsparen und sie dann in diesen 2 Stunden raushauen. Rico und Zacke feiern dich aufs Höchste. So wurdest du noch nie von jemandem gefeiert. Du hoffst doch nur darauf, dass sie dann am Abend so müde ist, dass sie dir dann die Sprüche nicht mehr reindrücken kann, die du den Tag nicht bekommen. Nein, tatsächlich hoffe ich einfach drauf, dass wir mit der Frauen im Stream haben, wir die tausenden Zuschauer knacken. Au, au, au. Bayern-Fan. Nee, du bist Bayern. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Nö. Nee. Aber vielleicht, sie wissen es ja, weil du öfters mal, wenn wir gestreamt haben, irgendwas vom FC Bayern kommt. Ach ja, weil wie er geschrieben hat, aber er mag leider Bayern München. Dann sagt Nackes, aber es ist Bayern-Fan. Kein Mensch ist wieder frei. Wann seid ihr wieder in Japan? Das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns auch. Ja. Momentan ist das sehr ungewiss. Wir hoffen bald. Saber, machst du das mit... Was du mal mit Absicht, dass ich nicht mal vergesse, wo vergesse ich denn, Saber? Schau, alles. Ich glaube, ein Basti-Cosplay rum. Saber, wo hab ich dich vergessen, Saber? Ich würde dich nicht vergessen. Saber ist wichtig. Ich weiß tatsächlich eines der Probleme, dass sobald man vom Gegner getroffen wird, man ultraschnell seine Bauteile verliert. Wir haben eine Mission bekommen, die wir tatsächlich mal schaffen können, nämlich wir wollen 3 Teile. Und ich habe meine Kiste schon. Nein, falsche Richtung. Nein, da ist eine Wand in sich. Gundo. Okay. Kommen wir zurück zum Spiel. Oder müssen wir schon wieder Tickets auflösen? Verdammt, ich habe völlig den Überblick verloren. Wo sind wir eigentlich? Nein, Tickets ist nicht. Kommen wir zurück zu Ganda. Ja. Habt ihr was über Basti gelernt? Damit war der Abend erfolgreich. Lernen wir etwas über Ganda. Hallo? Oh, liegt da ein Panzer oder so, den du fahren kannst? Nee, leider nicht. Fahren. Wo war das? Als wir das Größenverhältnis ist gerade total seltsam. Also ja. Wenn die Gundams genauso groß sind wie vorher, wo bist du gerade? Nein, weil die Gundams sind ja eigentlich, weil jetzt kämpfen wir ja quasi in einer echten Battle-Arena. Und in der ist es ja, sind ja Gundams quasi hautig. Ach so, das ist verwirrend. Oh, dieses Feuerwehrauto! Oh mein Gott, das ist toll! Ihr seht auch, das Problem ist so ein bisschen, beim alten, bei Gundam Breaker 1 bis 3, man konnte echt gute Kombos machen und, in dem Spiel tatsächlich sehr viel spektakuläre Aktionen irgendwo machen, die zumindest cool anzuschauen waren. Und ja, hier im Normalfall, Kombos sind sehr schwierig, beziehungsweise man kann zwar Kombos machen, die sehen aber ziemlich unspektakulär aus.
Und im Regelfall ist es so, dass die Gegner meistens davor schon kaputt gehen. Oder dann, man kann auch nicht nur auf die Gegner, die quasi im Stun gestunt sind oder geblockt sind, am Boden liegen, nicht mehr einprügeln. Ich dachte, du kannst auch am Boden liegen, die Gegner nicht einprügeln. Ja, ich guck mal, ob ich das bei denen schaffe, weil der hält ein bisschen mehr aus. Wenn ich mal meine Kamera endlich angesehen würde. So, jetzt liegt er gleich am Boden. Ja, und dann ist nämlich so ein Zeichen auf ihm drauf, siehst du? Und jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Das ist doch scheiße. Und normalerweise war das eben immer so, dass man, wenn die Gegner waren, das war ja bei Gun & Breaker das Geile, wenn man die Kombos richtig aus hatte, dass man sie hochschlagen konnte, dann konntest du fast unendlos auf ihn Schaden machen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so abwechselnd. Ja, aber es sah halt wenigstens spektakulär aus, ja, irgendwie, und es war ein bisschen anspruchsvoller. Warum ist einer eigentlich so hässlich bunt und die anderen sind viel weil schöner? Weil die anderen tatsächlich die Gundams so, wie sie gehören sind. Und meiner ist einfach aus 10 Millionen Teilen zusammengewürfelt. Ja. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade irgendwie. Naja. Übrigens habe ich auch rausgefunden, wenn ihr euch fragt, wie kriegt ihr Rang S, habe ich mittlerweile rausgefunden, ihr müsst am Ende über 20 Siegpunkte haben. Okay. Dann egal in welcher Arena oder verändert sich das von Arena zu Arena? Also zumindest alle, die ich bisher gespielt habe, also wir sind ja jetzt quasi, das war jetzt Mission 3, wir gehen dann gleich mal ein Stück weiter runter. Hier, da sieht man schon, ja, sie ist die Sekretärin und sie sagt jetzt wirklich, ich bin gespannt, wie weit ihr es bringen werdet, weil sie dann doch beeindruckt ist. Aha. Wir ziehen dann langsam, aber sich hier, glaube ich, auch immer die Leute da ein bisschen mehr Harem-Building, ja. Na, willst du mal meinen Gunpla sehen? Da kommt später tatsächlich solche Sprüche. Oh Gott, im Himmel, nein. Oh, jetzt kommt der erste lustige Knuffelcharakter. Echt? Der jetzt gerade einen Niesanfall bekommen hat, weil sie nämlich die ganze Zeit sich versteckt hat vor uns. Hier. Das erinnert mich ein bisschen an die Katze aus Yuna. Hast du jetzt noch nicht gesehen? Nee, sie erinnert mich aber auch sie an sieht verschlafen Fate aus. Fate von Gesichtszügen her. So ein bisschen die Fate Grand Order. Achso, das habe ich nur so halt gesehen. Da kenne ich mich nicht so aus. Das ist das klassische Schema, ja. Die Fliege und die Jacke, die sie anhat, die ihr viel zu groß ist, damit sie möglichst niedlich aussieht. Apropos niedlich, hast du eigentlich mal ein Video vom neuen Overwatch-Charakter gesehen? Ja. Yeah. Hast du was, also aus Spielerperspektive, wo du siehst, wie also die kleinen nein, Hamster, dass er in dieser Kugel, in diesem Kampfroboter drin sitzt und du während du spielst quasi seine kleinen Ärmchen vorne siehst, wie er den Roboter bedient? Ach nein, tatsächlich habe ich nur Zeichnungen von dem kleinen Knuffelviech gesehen. So. Ja, und hier splittet sich quasi dann so ein bisschen die Kampagne auf. Soweit ich sie bisher freigespielt habe, man kann bisher mit Yui, das ist die ehemalige Schülerratsnudel, die wir von Kindheitstagen kennen, dann die Iori, die beim Kämpfen immer total ausrastet und im Blutrausch ist. Marika habe ich entsperrt, habe ich aber noch nicht angefangen. Das ist die Knuffige, die wir gerade gefunden haben. Und es gibt hier noch mehr. Die hier schaut ja sehr sexy aus. Mit dem Bild. Ja, aber wer weiß, wie sie ausschaut, wenn das Bild... Richtig. Das ist ein bisschen wie bei Tinder, weißt du? Swipe mal lieber nach links. Genau, ihr seht hier, also ich habe hier schon einen guten Teil gespielt. Ja? Manche Missionen überschneiden sich. Seht ihr, die hier parallel sind? Das wird quasi dieselbe Story erzählt, nur aus einem Blickwinkel von einem anderen Charakter. Und ja. Was es jetzt auch gibt, das zeige ich euch mal schnell, ist eine Event-Mission.
Die eine, die hier, und ihr Name ist Super Fumina, das war die, auf die vorhin kurz angespielt wurde in einem der Gespräche. Das ist keine Ahnung, was das im Gundam-Universum zu suchen hat. Das ist, glaube ich, irgendwie so, sieht so ein bisschen idolmäßig aus. Und die kommt dann hier als riesiger Gundam vor, den man am Ende von der Mission bekämpfen muss. Und wenn man die besiegt, kriegt man ein Ticket und für diesen Ticket kann man im Shop sich Bauteile gratis kaufen. Also kann das Ticket quasi gegen den Bauteil eintauschen, weil die Bauteile sehr teuer sind. Und die Spezialmission, keine Ahnung, was die macht. Das ist halt einfach, komm, find mal raus. Habe ich schon gespielt. Ich glaube, das ist einfach nur unter Zeitlimit so viel wie möglich kaputt haben. Oder? Weil die Mission halt einfach schafft. So, jetzt für euch übrigens die erste Chance. Wir verlosen zwei Tickets. Meet and Greet am Sonntag auf der Animagic, dem 5.8. in Mannheim. Ihr müsst Tickets für die Animagic haben. Meet and Greet mit unseren SAO-Gästen. Riki Kawahara, Abeshi-san, Adachi-san und Shinichiro Kashiwala. Das umfasst einmal hier Foto und Hallo und Autogramm und ja, so viel Abenteuer. Benny hat das schon mal miterlebt. Ich habe es noch nie erlebt, weil ich immer andere Dinge zu der Zeit mache. Hast du das nicht schon gemacht? Nein, Benny und Patrick sind die einzigen, die unsere Gäste immer zum Meet and Greet geführt haben. Ich hab, weiß stimmt, gar nicht, ich habe hier mal ziemlich viel. Ich habe zweimal da noch drüber, oder? Weil ich die Leute schon gesehen habe. Also ich glaube zweimal du und zweimal der Patrick. Ich glaube, ich war einmal mit dem Volker dabei. Einmal war der Volker mit mir zusammen. Oder einmal Volker. Da waren wir zu zweit unterwegs. Da sind wir dann nämlich, da ist der Volker nämlich auf den Trichter gekommen, dass irgendwie da zufälligerweise irgendwie vier dieselben oder drei oder vier von denselben, die beim letzten Mal gewonnen haben. Deswegen das machen wir das jetzt hier, weil richtig. Bei Facebook haben immer nur 10 Leute mitgemacht und wir haben 10 Karten verlost. Richtig. Wir machen jetzt wenigstens 100 Leute mit auf 10 Plätze. Und da war dann auch der Witz an der Sache, dass es sich in dem Fall ja tatsächlich die Presseleute irgendwie waren. Oder irgendwelche News-Leute, die ja, glaube ich, geladen waren. Hier, Lord Mensch schreibt schon, ich muss es wissen, ich war ja ein paar Mal dabei. Siehste? Wenn Saber jetzt, aber Saber, hast du das Meet and Greet noch nicht gewonnen, oder? Du hast alles gewonnen außer Meet and Greet. Nein, Saber hat Meet and Greet gewonnen. Saber hat einfach schon alles gewonnen. Es gibt niemanden, der so viel gewinnt wie Saber. Saber hackt uns bestimmt immer. Ich habe völlig aus dem Hause verloren, was ich mir machen muss. Wenn ich das auch da gefunden habe. Wir haben Unicorn Gun zerstört. Wir könnten uns der Stunde übrigens auch mal kurz nutzen und euch verraten. Ihr müsst die nächsten 6 Wochen am Dienstag nicht weinen. Ja, es gibt zwar kein Live-Video am Dienstag, aber es gibt das Summer Camp, nenne ich es jetzt mal. Und da habe ich beschlossen, ich werde mir morgen das mal angucken, ob das Sinn macht, ob das Spaß macht. Eventuell zeige ich euch mal, wie man einen Nachtclub aufbaut und Weltklasse DJs yeah! anheuert. Das ist frei online. Also ich bin, wenn ich da mitmachen kann, mache ich dann nicht. Weil das ist ja GTA Online. Ja, yeah, klar. Und jetzt müssen wir theoretisch ja irgendwie zusammenspielen. Das müssen wir morgen nochmal rausfinden. Also es gibt da. Muss ich erstmal das Spiel organisieren. Also nein, ich wollte es ja am Samstag kaufen, aber irgendjemand musste ja shoppen. Shoppen. Ja. Immer diese Frauen, sage ich dann nur. Nee, aber ich werde es am Donnerstag, wenn ich das jetzt gewählt. Das ist natürlich schlecht, wenn ich morgen aufstellen. Da müssen wir schauen, dass wir am Wochenende aufzeichnen. Dann macht morgen nur gut, aber ich werde es morgen Abend ausprobieren. Kannst du noch dann gibt's, vielleicht kommt ihr ja drauf, was es ist. Vielleicht habt ihr den Trailer gesehen. Könnt ihr jetzt mal raten im Chat. Genau, also wir spielen dann eventuell halt als Aufzeichnung, wir bauen einen Nachtclub auf und feuern Weltklasse DJs auf. Und wenn mir das zu blöd ist, dann fliege ich einfach mit dem Flugzeug die ganze Zeit über das Land. Jetzt, wo ich ja mal da war, also so in der Vorbildstadt, das ist ja alles völlig neue Dimension, da zeige ich euch mal, welche Ecken schön waren, welche Ecken nach Mord und Totschlag aussahen, zeige euch mal, was vom Mountain Lion gefressen wurde. So viele Dinge, die ich euch zeigen. Weißt du, was echt creepy ist?
Also, ich meine, wir wissen ja, dass wir alle überwacht werden. Ja. Aber seitdem ich jetzt in L.A. war und am Griffith Observatory war, kriege ich halt manchmal, wenn ich Windows hochfahre, das Bild angezeigt. Vom Griffith Observatory vor der Skyline. Das wurde mir vorher nie angezeigt. Ja. Nie. Und erst seitdem ich jetzt einmal in L.A. war, kriege ich das plötzlich angezeigt, wenn ich Windows hochfahre. Wollen wir wissen, wieso, weshalb, warum? Lieber Verena. Nicht. Wir fügen uns in unser Schicksal. Verena kann kommen. Nein! Schade. Muskula ist nämlich gerade ein neutraler Gundam, den man ja die Teile super gut abschlagen kann, rumgerannt. Der hatte zwei Waffen, also zwei Schwerter. Als Nahkampfwaffe. Und ich will diese Nahkampfwaffe haben. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den hauen kann. So nebenbei, was ich gar nicht gesagt habe, eines der Features, es ist nicht so, dass ihr quasi da unten einfach nur eure Lootplätze habt und wenn die voll sind, sind sie voll. Ihr könnt aktiv im Spiel eure Kiste, euren Loot quasi auch direkt anziehen. Echt? Ja. Ich hab's doch mal schnell auf dem Schlachtfeld. Ich hab's ja noch nicht ganz verstanden, was es bringt, aber... So, wir fliegen mal weiter rum in der Hoffnung, dass wir irgendwo das Doppelschwert finden. Wir haben auch jetzt 20 Punkte, das heißt, wir kriegen eh es lang. Wir führen eh. Wir sind übrigens nicht auf dieser komischen Schwäche gekommen. Die Frage, die ihr gerade aufkam, Schwäche. Ja, anscheinend gibt es neue Con in Schwächert. Wo aber das Multiversum ist. Ja, ja. Wir sind auf der anderen Con, die im... ich habe vergessen, wie es heißt. Ist auf der anderen Seite von dem großen Fluss da in dieser Stadt. Und ist das... Oh mein Gott, ein Gang in Barbatos. Das ist was Besonderes. Das ist der aus Iron Blooded Orphans. Ah. Deswegen erkenne ich den auch tatsächlich. Weil ich erkenne nur ganz wenige. Weil ich dafür tatsächlich noch immer nicht gerne Nerd genug bin. Aber den erkenne ich tatsächlich. Weil es eben Iron Blooded Orphans ist. Guck mal, in der vierten Form. Heißt der dann nicht sogar Gundam Barbatos Lupus irgendwas? Ja. Au! Au! Oh Gott, da liegt sein Schwert! Da liegt sein Schwert! Ich will sein Schwert! Nein! Zu meiner Kiste. Hier seht, das ist jetzt nicht genau das Problem. Wir haben einen Teil, wir wollen uns unbedingt looten. Und dann werden wir halt einfach so verhauen, dass wir nicht an die Kiste kommen. Und jetzt ist das Teil wahrscheinlich auch weg. Aber dann ist das Teil doch erstmal aufgehoben. Ich hatte es aufgehoben. Was verloren. Ja. Ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich bei sowas dann super schnell demotiviert bin. Oh Gott, das ist... Der nimm es! Schnell, nein, bring es weg! Ich hoffe, das war jetzt auch tatsächlich dabei. Wenn du jetzt stirbst, sind die Teile eigentlich weg und dann hältst du die. Nein, also alles, was ich anhabe, verliere ich. Alle, die ich eingesammelt habe, verliere ich, aber alles, was in der Kiste drin ist, bleib da. Okay. Aber du verlierst nicht Teile, die du vorher schon hattest, mit denen du ins Spiel gegangen bist. Nee, die kannst du nicht verlieren. Okay. Also, du verlierst nur Teile, die du eingesammelt hast und ins Spiel. Ja, genau. Was halt hier immer steht, mit Teile abgetrennt, die können dir halt Teile wegschlagen. Deswegen steht mein Charakter jetzt auch nur noch als Frame gerade da. Ohne irgendwelche Teile dran. Und wenn ich neue Teile einsammle, zieht er die an. Und
das ist, ich habe den Sinn und Zweck dieser Mission noch nicht verstanden, weil nämlich dein Team hier so krass aufräumt, dass du fast nichts machen musst und du eigentlich die ganze Zeit nur rumfliegen kannst und Teile dir rumliegen. Du auf die Fresse bekommst. Ja, ja, aber du musst quasi, also ich kann hier gerade nicht verlieren, weil wenn du hochguckst, mein Team hat 39 Punkte und das gegnerische Team hat 5. Die kommen jetzt noch. Warte mal ab, eine Minute. Die legen jetzt gleich erstmal dich und kriegen dafür 40 Punkte. Dann sieht das ganz anders aus. Ich meine, das Schöne an der Mission ist, dass hier wirklich so viele neutrale Gegner die ganze Zeit spawnen. Was ist das denn? Ach, das ist die Lanze, die habe ich nicht schon. Dass hier so viele neutrale Gegner spawnen, mit ganz vielen neuen Teilen, die man von denen looten kann. Wenn man halt dazu kommt zu looten. Mhm. Hier, Gewinner. Also, lass mal gucken hier. So, mal gucken. Haben wir Glück gehabt und haben gerade das geile Schwert von Gun im Barbatos gelootet. Barbosa. Tatsächlich. Ja, Longsword von Gundam Barbatos. Aber die andere Nahkampfwaffe, die habe ich natürlich nicht gelootet. Die Doppel, dass man zwei Kurzschwerter, zwei Beam-Schwerter Dingsies hat. Naja, aber ihr seht allein schon an der Liste hier, wie viel Kram man hier bekommen hat. Und alles, was ihr quasi doppelt einsammelt, wird automatisch direkt verkauft. Und dafür kriegt ihr dann unten diese ominöse Währung namens GP. GP. Goldpunkte. Ja, Goldpunkte. Vielleicht, und mit denen gehen wir mal kurz aus dem Einzelspieler raus. Wir wollen jetzt unser Schwert anlegen und gehen an unseren Arbeitsplatz. Und, nein, Entschuldigung, da wollte ich gar nicht erst hin. Das wollte ich gleich machen. Genau. Das ist nämlich ein bisschen versteckt. Ihr müsst in die Bibliothek gehen. Und in der Bibliothek seht ihr zum einen diese wunderschönen Magazine stehen, die tatsächlich nicht für dieses Spiel erdacht worden sind, sondern diese Magazine gibt es wirklich. Ja? Kann man die dann lesen? Ich glaube nicht, dass man sie im Spiel lesen kann, aber man kann sie zumindest in Japan so kaufen. Das weiß ich. Als in diesem riesigen Hobby-Store oder Hobby, er hieß glaube ich sogar Hobby-Store. Hobby-Bar. Hobby, irgendwas hieß er auf jeden Fall. Lagen da ein Haufen solcher Magazine. So, ihr seht hier alle Gunplas, gegen die wir schon gekämpft haben. In einer ellenlangen Liste. Da fehlen noch ein Haufen. Ich glaube, es sind momentan im Spiel über 150 Stück. Und wir sind bei 65. Und hier haben wir jetzt tatsächlich Gundam Barbatos in der vierten Form, wie er gerade vorgekommen ist. Und wenn ihr zum Beispiel euch noch Teile fehlen oder so von einem, den ihr unbedingt haben wollt, dann könnt ihr den hier auswählen und könnt für eure Credits, quasi die ihr da unten habt, für das Guthaben, könnt ihr die Teile auch kaufen. Wie ihr seht, sind die halt sehr teuer. Also wir können uns von den großen normalen Teilen können wir uns quasi eins kaufen. Und dann ist schon wieder Ende Gelände. Alternativ seht ihr da unten noch dieses komische Ticket, wo ich da mal zwei habe. Das ist diese Mission mit der Superfuma oder wie sie auch immer heißt. Ihr könnt quasi immer ein Ticket einlösen, um euch ein Bauteil hier rauszukaufen. Genau. Und ich habe tatsächlich hier noch keinen so richtig gekauft, weil ich erstmal gucken wollte, was jetzt die Sachen waren, die ich eigentlich haben wollte. Zum einen weiß ich nämlich nicht mehr, bei welchem Gundam zum Beispiel eben man die zwei Schwerter hat. Weil die zwei Schwerter gehen schon ziemlich ab. Aber es gibt zum Beispiel auch... Was geil wäre, wenn du sowas wie Darth Maul hättest, aber zweimal. Mit vier Klingen. Also weil denen das, die Lanze gibt es ja, die Darth Maul Lanze. Ja,
aber wenn du die zweimal hast, einmal links, einmal rechts und dir dann immer selber den Kopf runterschlägst. Das ist einfach so viel. Oder dich selbst in der Mitte durchschneidest. Eine meiner Lieblings-Gundams habe ich mittlerweile auch freigespielt. Das war der erste, den ich mir je gekauft habe. Steht stolz in meinem Büro. Stimmt, den kenne ich. Mhm. Da ist allerdings das Problem, der hat ja die aber deine Flügel sind nicht so dunkel, oder? Doch. Ja, die sind schwarz, glaube ich. Denn der hat ja quasi als Waffe die Sense. Und die habe ich tatsächlich relativ früh im Spiel looten können und habe mich da mega drauf gefreut. Und die Sense ist ziemlich kacke. Und ich bin der Meinung, dass die in den anderen Gundam Breaker-Teilen war die Sense ziemlich geil, weil du damit super schnell warst. Und total dich gedreht und sah so spektakulär aus. Und hier irgendwie nicht. So. Ja, das fand ich. Genau. Jetzt können wir hier mal die Nahkampfwaffe, nämlich das Longsword von Gundam Barbatos, anlegen. Was schon sehr dubios ist, weil das das ultra schlechte Werte hat. Schade. Und du wolltest es unbedingt haben. Ja. Und das ist eben was ich nicht so ganz verstehe. Wir werden vielleicht jetzt kann es sein, dass das Schwert vielleicht nur an einem anderen wie hast du es genannt? Also, was du unten hast, in einem anderen Frame bessere Werte hat? Ich glaube nicht. Also wir können ja mal den Frame ändern. Wir können ja mal kurz gucken, was hat das Schwert uns gebracht. Und wo sind wir hier? Longsword. Nahkampfstärke 383 und Zerstörungsstärke 623. Und wenn wir jetzt den Frame mal auf Balance ändern. Guck mal, da hat er viel schlechtere Werte. Ja, noch schlechter als vorher. Ja, aber... Wir können ja mal den Gunner-Rahmen irgendwo ausprobieren. Ah, der ist so ultra langsam, glaube ich, oder? Wie, es geht noch langsamer als das, was du dich jetzt schon bewegst? Ah, nee, der ist schneller, tatsächlich. Der hat eine höhere Schubdüsenkapazität und... Der ist tatsächlich aber zu Fuß langsamer. Der dasht halt nur mehr. Glaube ich. Hiermit, angeblich geht man hiermit halt noch schneller drauf. Deswegen machen wir das jetzt mal. Und nehmen dann das Schwert von Gundam Barbatos. Gucken wir mal, ob wir irgendeine coole neue Waffe gefunden haben. Ich bin ja geneigt, das hier mal auszuprobieren. Weil Atomic Bazooka klingt super. Klingt schon. Könnte man mal ausprobieren. Das ist geil. Habe ich den nicht auch mal irgendwo für dich gekauft oder so? Das war den ersten, den ich habe. Das war den wir vorhin gesehen haben mit der Sense. Ah, okay. Das war der erste. Der Name sagt mir doch was. Nein, das sieht albern aus. Ja. Das sind auch die ganz alten. Aus. Das sind die Bösewichter aus dem ganz alten. Der sieht cool aus. Der da. Ach, der passt halt nicht zum Rest, aber als ob in deinem Gundam irgendwas zusammenpassen würde. Außer ein linker Flügel zum rechten Flügel. Gibt sogar den. Hab ich ihn hier irgendwo? Na. Hier. Das Bären-Outfit. Die sind ja dann. Sieht ja dann so ein bisschen bärig aus. Naja. Ja, wir wollen ja, es geht ja primär um die Waffen. Wir wollen jetzt die Waffen ausprobieren. Oh, passt schon. Das sieht mega geil aus. Bazooka links. Komische Schild. Irgendwas rechts. So. Okay, bei ihr habe ich ja noch gar nichts gemacht. Wir können ja mal bei ihr die Story anfangen und gucken, was passiert. Eine Paarmission. Oh nein! Hilfe, ich hab meinen Gundam verloren! Hilfe mir! Aber ich komme mit dir!
Ah, sie wird schon rot. Was ist es denn ein Geheimnis? Also behalte es für dich. Sie hat gerade gefragt, ob sie mich was fragen darf. Und dann sagt sie, es ist ein Geheimnis. Achso. Ich frage dich mein Geheimnis. Hast du schon mal deinen kleinen Finger in die Steckdose gesteckt? Nichts sagen und bereit machen. Also wenn man nur einzelne Passagen dieser Konversation jetzt aufgreifen würde, dann ist das tatsächlich sehr seltsam, was die da miteinander reden. Diese Katze immer so abrupt. Ich denke immer, es fällt gerade irgendwas drauf. Muss jetzt aber gerade mal fairerweise sagen, die PlayStation ist in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Das laufen wir am Anfang. Warte, bis die Mission starr richtig voll ist. Weil wir jetzt auch länger keine Mission mehr gespielt haben. Wir waren ja im Design. Stimmt, du hast designt. Cabin Crew, prepare for takeoff. Ach nein. Sieht hier einfach so langweilig aus. Was hat das Spiel denn für ein Durchspielzeitrechnung, oder? Oh, ich denke nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie weit das jetzt noch geht. Let's find out. Das gibt's gar nicht, spielt keiner. Tatsächlich ist das Spiel nicht eingetragen. Er spricht nicht gerade da rein. Gundam Breaker kann man in 90 Stunden durchspielen mit allem. Gundam Breaker 3. Main Story 8 Stunden. Hast du gerade mit der Bazooka geschossen und es hat rumgemacht? Wie oft kannst du mit der Bazooka schießen? Ja, jetzt lädt sie gerade wieder auf. Du musst dich ein bisschen gedulden. Oh, das ist aber lang. Weil jetzt habe ich nicht hingeschaut und es hat Bumm gemacht. Hä, ich habe doch das andere Schwert in die Hand genommen. Jetzt haben wir doch die Böse Lanze. Müssen wir nochmal, da müssen wir gleich nochmal hinhauen. Taco Kun, wenn das nicht Gewalt ist, was hier gerade läuft, dann weiß ich es nicht. Das ist doch der Gewaltwoche at its best. Guck mal, wie der Benny die armen Spielzeuge kaputt macht. Richtig. Guck mal, jetzt geht die PlayStation wieder die Party ab. Nein, jetzt haben sie mich beim Lüften gestört. So, jetzt pass auf. Also wenn es halt nicht immer 3 Jahre aufladen würde. Ja, einen Schuss habe ich noch. Komm, stellt euch noch mehr zusammen. So. Das ist ein bisschen wie wenn du in Division jemanden hinten anzündest und dann explodiert. Das leitet mich auch immer extremst zum Kichern. So. So. Oh, die Musik, die man jetzt im Hintergrund hört, ist tatsächlich die aus dem Urgangen. Immer wenn Spannung aufkommt. Ja, wenn ich das erkenne, ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja, weil ich tatsächlich irgendwann mal
vor vielen, vielen Jahren, als wir alle noch nicht hier gearbeitet haben. Hast du tatsächlich das geschaut? Nee, habe ich irgendwann mal, ich glaube, als ich einen Umzug gemacht habe oder so, oder irgendwas im Zimmer ewig rumgeräumt habe, über ein, zwei Tage, und da war Crunchyroll gerade ganz neu auf der PlayStation 3. Bitte wer? Auf der App. Und dann... Ich habe nie gehört, den Laden. Habe ich gesehen, oh, Gundam, habe ich schon mal gehört, das sind doch die coolen Roboter. Au, 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 au. Alter, ihr seid hier ein bisschen viele. Und ja, habe dabei zumindest die ersten 10, 15 Folgen gefunden. Funktioniert hier teilweise auch echt seltsam. Du hast einen Gegner genau vor deiner Nase stehen, aber er lockt den an, der irgendwie 10 Kilometer hinter ihm steht. Au. Linko fragt gerade, ob unser Community Gathering bei McDonald's ist, weil wir so viele Tickets verlosen. Das ist aber echt eine geile Idee. Das ist quasi so, ja, jeder von euch einen Cheeseburger und eine kleine Cola. Ja, das ist schön, dass ihr da wart. Das ist der Burgersturm quasi. Nein, Linko, das Gathering ist in einer sehr schönen Location. Das kostet uns auch ein bisschen was. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir das hier, hier alibimäßig machen. Das Event ist nicht billig. Da gibt es schon was Ordentliches zu essen und zu trinken. Und vergesst nicht, wenn ihr mit der Verena gleichzeitig am Buffet steht, dann seid ihr theoretisch mit der Verena beim Abendessen. Und der das, Witz was ihr immer wolltet. Und der Witz an der Sache ist ja tatsächlich, du hast schon den Hinweis gegeben, Buffet! Ja. Ja. Nee, Big Mac ist zu viel. So viel Geld haben wir nicht. Ja, natürlich steht die Location schon fest. Die mussten wir ja schon vor Wochen buchen. Aber wir geben die Location-Daten erst raus, wenn wir alle Tickets verlost haben. Richtig. Das ist wie mit dem Meet and Greet. Infos gibt es dann Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Aslan würde lieber gerne mit mir gleichzeitig am Buffet stehen. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Ich esse sehr viel. Ich stehe oft am Buffet. Ihr könnt alle mit mir zu Abend essen. Vor allem, wenn dann die Desserts dastehen. Die Desserts waren so geil. Die waren tatsächlich sehr lecker. Da freue ich mich drauf. Vielleicht lasse ich auch einfach Hauptgericht und Vorspeise weg und mache nur Dessert den ganzen Abend. Picasso sagt, die Location ist ein Haus aus Samurai Flamenco Discs. Nein, aus den Packungen. Stimmt, aus den Verpackungen. Ja. Außerdem muss man ja dazu sagen, toi toi toi, wir haben keine mehr. Ja, stimmt, wir haben fast. Doch, wir haben doch noch Blu-Rays, oder? Haben wir noch? Ja, Blu-Rays haben wir noch. DVDs haben wir schon alle hergeschenkt, wir haben noch, aber noch Blu-Rays. Die will halt, keine Ahnung. Oh, wir sind wieder mal allein. Oh, sollen wir dir ein paar Teile besorgen? Linko, ich dachte, du kommst nie aus deinem Keller raus. Da bringt das ja auch nichts, wenn wir dich einfliegen lassen. Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen, die Waffe zu wechseln. Wir wollten doch das Gundam Barbatos-Schwert ausprobieren.
Ja, wobei ich die Bazooka auch sehr unterhaltsam finde. Ja, aber die Bazooka bleibt ja. Das ist ja unsere Fernkampfwaffe. Achso, ich wollte die Nahkampfwaffe verwechseln. Ich verstehe. Beim nächsten Mal. Haben wir überhaupt noch so lange? Halbe Stunde haben wir noch. Warum? Halbe Stunde haben wir noch. Dann ist Sommerpause. Benni, 6 Wochen ohne. Das tun wir nur nach unserem Dienstag. Weiß ich nicht. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich vielleicht tatsächlich von mir aus einfach mal streame. Ich möchte das ja ausprobieren, ob das bei mir zu Hause ordentlich geht. Weil theoretisch. Ja, das kannst du ja jederzeit machen. Das macht. Ja, nochmal. Ich wollte es dieses Wochenende ja schon tun, aber nachdem sich herausgestellt hat, dass die Magic Beta mehr offline als online ist, habe ich das dann erstmal hinten angestellt. Außerdem vergesse ich ja jedes Mal die Kamera und das Mikro mitzunehmen. Ja gut, aber du kannst auch mit einem PlayStation Headset spielen, das ist tatsächlich ja, okay. Also ein Headset in Anführungsstrichen. Und ich bräuchte unter mir. Ich spiele daheim ja auch nicht mit Kamera. Mir also. Fällt das ja dann auch immer erst um 1 Uhr morgens ein, wo ich dich nicht mehr anhauen kann, dass du mir den Code geben kannst, dass ich mich bei Twitch und so und so mit. Das stimmt. Das ist halt ein bisschen. Um 1 Uhr morgens schläft der Basti schon 5 Stunden. Und dementsprechend, ja, muss ich da mal vorbauen quasi. Weil jetzt, ich will ja nicht nur spielen, ich wollte ja auch aus dem Studio quasi mal live streamen. Mhm. Oh, ich habe ja gar nicht mit dem Schnellfeuerwaffe. Das war gerade ein bisschen gewastet. Wenn ihr übrigens heute keine Community Gathering kein Ticket abgreift, ihr könnt auch auf der Eddie Magic, ist halt ein bisschen teurer als jetzt hier, wir geben noch die restlichen Community Gathering Tickets, die jetzt übrig bleiben, geben wir am Freitag auf der Eddie Magic an Leute raus, die wohnt am Stand für über 250 Euro einkaufen. Da gibt es ja doch den einen oder anderen. Für die heben wir noch ein paar Tickets auf. Die gibt es, wie gesagt, am Freitag bei uns an der Kasse, solange der Vorrat reicht. Wir haben ja jetzt, wir können ja noch machen, ich glaube, 4 Tickets können wir noch verlosen, jetzt in der Sendung. Da bleiben noch ein paar übrig, für was ihr in Mannheim gewinnen könnt, beziehungsweise erwerben könnt, wenn ihr bei unserem Stand euer einkauft. Mhm. Er ist durchfit. Ich selber mal rüber kopieren, was der auch in der Liste steht. Nicht, dass der nachher bei Community Gathering steht und nicht reinkommt. Ob die Diana das schon weiß, weiß nicht, wie Diana noch zufällt. Diana ist ja auch Mod. Müsst ihr vielleicht mal bei der Skype schreiben, dass sie da auch eingeladen ist. Ist sie denn diesmal da? Ich glaube schon, dass sie auch da ist. Aber schon letztes Mal war sie doch. Letztes Jahr war sie, glaube ich, auch da. Letztes Jahr war sie ja sogar als Gast da. Ja. Dann war sie auf dem Café eingeladen. Mhm. Ja, heute ist letzte Chance für Community und Meet and Greet. Also wenn ihr es im Stream gewinnen wollt, weil weitere Livestreams gibt es dann. Nicht mehr bis zur Animagic. Wir haben am Wochenende vielleicht noch was Besonderes. Das kann ich erzählen. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir es einbinden, aber die gute Riddle Costumes, die wird für uns cosplayen dieses Jahr auf der Animagic. Da ja leider Kimi und Lela Cosplay ausfallen, ist Lani mit ins Team reingerückt. Die habt ihr vielleicht schon mal in attraktiv aufreizender Form auf der Animagic oder Konichi als Killer Kill Cosplayerin gesehen bei unserem Stand. Die wird nämlich livestreamen am Wochenende, wie sie ihr Cosplay macht. Auf ihrem Channel, den werden wir ein bisschen hosten bei uns auch. Da könnt ihr ein bisschen dabei zugucken, wie sie bastelt. Mhm. Lani ist ziemlich cool drauf. Bist du jetzt echt gestorben? Ja, das erste kurz Mal. Auf, nein, davor bin ich auch schon zweimal gestorben, aber quasi auf dem Weg zur Kiste zum Blut abgeben. Da könnt ihr aber nichts gewinnen, um das jetzt nochmal abzuschließen. Ja? Also letzte Chance für SAO Meet and Greet, jetzt hier gleich. Und wie gesagt, das Community Gathering, da verlosen wir jetzt gleich auch noch ein paar Tickets in der nächsten halben Stunde. Und wenn ihr bis dahin keins habt und seid aber Großeinkäufer bei uns am Stand, oh, das ist ja fancy, dann könnt ihr auch am Freitag, wenn ihr bei uns für viel Geld einkauft, noch so ein Ticket zu unserem Community Gathering erstehen. Mega!
So, vielleicht schaffen wir jetzt diesmal unseren Loot. Zurück zu unserer Basis. Ja, aber nein! Zu mir nicht. Nein, wir haben keine Klimaanlage im Büro, wir leiden. Aber dafür haben wir alle Türen und Fenster auf. Richtig. Das wird auch erst zum Ende der Woche hin richtig lustig werden. Die Hitzewelle startet ja erst so richtig ab übermorgen, glaube ich. Aber ich kann euch sagen, falls ihr vorhin Mangarama geschaut habt, am Ende, als ich reingekommen bin hier in diesen Raum, nachdem wir 2 Stunden hier gesessen haben, das war nicht lustig. Das war echt nicht lustig. Da bin ich sehr froh, dass ich Skript schreiben musste. Einer von denen ist, die ich mir gekauft habe. Also die ich jetzt also, als wenn ihr, die ich gebaut habe. Super. Wirkt das Schlüsselteil. Vor mir liegt das Schlüsselteil. Das Wer ist tot? Drauf. Ich. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein paar Tickets raushauen. Ich glaube, wir ziehen jetzt mal 3 Gewinner. So, wir haben da Schlüsselteil. Wir müssen ein bisschen Shit mit. Und dann versuchen wir mal, ob wir lebendig zur Kiste kommen. Sind die Gegner so stark oder sind das nee, das Viech so ist halt so. Nein, das Viech ist so stark, das ist der Boss. Ich meine, wir könnten den auch jetzt kaputt kämpfen. Oh, super. Das war jetzt tatsächlich eine epische Aktion. Ja. Der hat uns so krass erwischt. Und jetzt gerade nochmal, dass wir fast tot sind und dass wir, während wir das Teil fürs Missionsziel abgeben wollten, das Teil verloren haben. Das ist richtig motivierend, oder? Ja, tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eben das, was mich halt so dran stört, weil ich mir denke, ja, die alten Gunbreaker-Spiele, das sind keine Meilensteine gewesen. Das fand ich cool, weil das Spielprinzip halt irgendwie genau meinen Geschmack getroffen hat. Aber ich kann absolut nachvollziehen, warum das keiner, also dass das tatsächlich für Fans eher was ist. Aber da konnte ich Mission auch 20 Mal spielen und ich habe immer irgendwie Spaß dabei gehabt. Und hier ist das halt jetzt irgendwie tatsächlich, wenn du in solchen Situationen bist, ist es halt einfach demütigend. Ja, guck, jetzt hat er mich schon wieder fast mit dem Raketen getroffen. Aber musst du dann vielleicht mit einem anderen Setup spielen vielleicht? Wirklich? In dem Level? Komm, du schaffst es. Ich glaube an dich. So. So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Haben wir noch eine Minute übrig? Jetzt öffnen wir das auch nicht so ins Ziel. Das fliegt das ohne Ding rum. So. Und es hat uns wieder getötet. Ja gut, das ist natürlich auch blöd, weil den kann man nur so richtig mit Fernkampfwaffen treffen. Nimm die Bazooka. Ja, habe ich ja, aber ich habe ja nur 2 Schüsse. Da muss er ewig nachladen.
Mega. Da haben wir nicht mehr irgendwo ein Teil oder so bekommen. Naja. Disco-Modus! Uhu. So sieht das auch übrigens auf unserem Community Gathering dann aus. Marina hat so eine kleine Seifenblasenmaschine. Miri schmeißt die ganze Zeit irgendwelchen Glitter durch die Gegend. Die ist mir ein bisschen zu weinerlich. Sie hat ein dunkles Geheimnis. Das wird hier angeteasert. Sie trägt so eine alberne Schleife wie die Jungs bei Cute High Earth Defense Force Club Grödelgedöns. Ich habe die zweite Staffel noch immer nicht fertig gesehen. So, wir werden jetzt wechseln wir endlich mal. Eine Mission schaffen wir wahrscheinlich noch, dann können wir wenigstens hier noch mal schnell die Waffe, die wir eigentlich haben wollen. Nämlich, wir wollten ja das Gangschwert von Gangnam Warwatters haben. Weil guck mal hier, ich habe schon die Darth Maul, das Darth Maul Schwert habe ich quasi. Das ist tatsächlich mega cool. Mhm. Ist es eigentlich auch. Also in den alten Gundam Breakern bist du damit auch voll abgegangen. Es sah ultra spektakulär aus und hier irgendwie nicht so. Aber ich glaube, wir können die Atomic Bazooka schon beibehalten. Oder haben die wir macht eine, Spaß. Oder haben wir eine Bazooka, die noch mehr Schaden macht? Nein. Nein, den Rest ändern wir jetzt nicht. Die ist ja eigentlich schon gut, weil sie Atomic im Namen stehen hat. Richtig. Es ist so wie der Wrecking Ball. Taco-Kun sagt, das Design der Charaktere und ihre Darstellung erinnert mich stark an Fate Extra Last Encore, weil ihr das Thema am Anfang ja hattet. Fate Extra Last Encore. Es gibt so viel Fate, dass... Kenn ich glaube ich nicht. Last Encore haben wir noch nicht, das ist jetzt gerade erst bei Netflix. Aber das, ich wollte mich gerade fragen, ob es das jetzt ist, was irgendwie jetzt bei Netflix neu läuft. Glaube ich. Ich habe den Überblick verloren. Aber ich meine, das ist das, was jetzt. Vielleicht ist es auch eins von den 5 Millionen Handyspielen. Meint das? Quietsch. Genau das war, hat sie gesagt. Bin ich mir sehr sicher. Oh nein, ihr Teil, was wir gerade besorgt haben, ist weg. Ihr Arme. Man, er ist ja geklaut. Müssen wir ihm die Fresse polieren. この間はガチの期待じゃなかったからな。再戦の申し込みってやつだ。他人のパーツを奪うような人とバトルなんて。そうすると思ったぜ。
だからこうしようじゃねえか。俺はこのパーツをかける。これなら握られねえだろ。なりふり構わない。そういうことですか。そういうことですか。してください。Basiert auf einem PSP-Rollenspiel, Fate Last Encore. Guck mal. Ich habe recht, es ist auf Netflix, du hast recht mit diesem Spiel. Also, es ist ein Spiel und es ist auf Netflix. Also, alles, und was man auf Fate erwartet. Genau. Und bald auch auf deiner Butterbrotdose. Also ich frage mich tatsächlich, haben die Japaner denn da noch voll den Überblick eigentlich? Nein. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob die Leute, die an den Serien arbeiten, noch den Überblick haben. Das sind ja auch verschiedene Studios. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Leute von den Studios, also von Studio B, die Serie von einem anderen Studios sich angeschaut haben, bevor sie dran arbeiten. Da haben die auch gar keine Zeit für die Japaner. Richtig. Ich meine, sie schaffen es ja immerhin, dass bestimmte Charaktere, die übergreifend sind, relativ identisch ausschauen. Ja. Übrigens, wenn ihr das Spiel kauft, kriegt ihr auch die erste Episode von irgendeiner Gundam-Serie mit dazu. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist aber ähnlich wie bei Fate, ja? Da hat keiner mehr einen Überblick. Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe mir aber tatsächlich gestern Abend die eine Episode, die geht irgendwie 10 Minuten oder 12 Minuten, angeguckt, damit ich im Notfall was dazu sagen kann. Es war jetzt allerdings nicht so spektakulär. Du hättest auch andere Dinge tun können. Es hat mich so ein bisschen erinnert wie einer von den Filmen, die in der Gundam Front. Das ist ja jetzt mal voll freaky hier. Also 2D-Animation mit 3D-Animation. Mhm. Und eine neue Karte. Das sieht doch so aus, wie ich das kenne. Ja, aber es ist leider auch eben nur eine Arena. Und bei denen habe ich jetzt schon mal gesagt, das ist cooler als das, was wir vorher gespielt haben. Nimm diese Atomrakete. Und du nimmst diese Atomrakete. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, ernsthaft Schaden zu machen, aber es sieht zumindest ein bisschen spektakulärer aus, wie ich das finde. Sie haben ihr Schwert und ihr Schild verloren. Mhm. Viel Spaß beim Weiterspielen. So, jetzt, letzte Runde Community Gathering Tickets. Alles oder nichts. Wer jetzt nicht gewinnt, der muss für 250 Euro bei uns einkaufen. Aber weil es die letzte Runde ist, hauen wir jetzt so richtig was raus. So, guck mal, wie viele Gewinner es hier hat. Kommentatoren. Nein, das ist wichtig.
So, und jetzt sind wir dann fertig. Sechs Gewinner. Sechs gleich. Ja, ja, ich muss ja gucken, dass die Hütte irgendwie voll wird. Wir haben ja so viel Geld für Essen und Getränke gezahlt. Wer weiß, wie viele Leute am Freitag noch für 250 Euro oder so schon kaufen. Nicht, dass das in die Hose geht. So, jetzt, das war's. Achso, wir müssen noch das Gewinnspiel führen. Die Greet-Tickets fällt mir gerade ein. Die will eh keiner haben, oder? Ich glaube, die Meet-and-Greet-Tickets lassen wir einfach jetzt unter den Tisch fallen. So. Das machen wir aber dann nur 5 Minuten. Also für alle, die vielleicht noch neu dazu gekommen sind, für dieses Meet and Greet auf der Animagic am Sonntag, den 5.8. mit den SAO-Gästen, ihr braucht eine Animagic-Eintrittskarte, ganz wichtig. Ohne Eintrittskarte könnt ihr da leider nicht teilnehmen. Aber wenn ihr eine Eintrittskarte habt und Bock habt, Riki Kawahara, Shichiro Kashiwada, Abishi-san und Adachi-san zu treffen, zu einem Meet and Greet, dann macht jetzt nochmal mit. Letzte Chance, wir verlosen die letzten Tickets. Die Zeit nochmal runtersetzen. 5 Minuten. Und let's go. Viel Spaß euch. Viel Erfolg. Viel Glück. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Haben sie alle drauf gewartet? Da machen viel mehr Leute mit als bei unserem Community Gathering. Wollt ihr uns etwa sagen, dass ein Abendessen mit uns nicht so aufregend ist, wie Riki Kawahara zu treffen? Anscheinend ja. Das merken wir uns. Henne MacGyver hätte gerne ein Meet and Greet mit uns. Aber das kann er doch haben. Das kannst du ja auch im Community Gathering haben. Henne MacGyver muss auch irgendjemand sein, der uns kennt. Bin ich mir ziemlich sicher. Wer ist das? Henne MacGyver. Daniel. Ich vermute Daniel. Könnte Daniel sein. Und wenn oder es tatsächlich, Jesse. Aber wenn es tatsächlich Daniel ist, Daniel, das ist einfach. Jesse habe ich vergessen. Oh mein Gott, jetzt haben wir für Jesse keinen Platz mehr beim Abendessen. Verdammt. Böser Basti. Ich muss Jesse verhungern. So. Steht Jesse auch in der Liste. Nein, die japanischen Ehrengäste sind leider nicht zum Abendessen da. Wir haben es tatsächlich versucht, richtig, um das nochmal ein bisschen aufzuwerten, aber ja, die sind dann einen Ticken zu hoch, weil Asa hat gesagt nein. Vermutet auch nein. ja. Ihr seht hier, jetzt gerade sind wir auch tatsächlich an dem Punkt, das ist ein weiteres Problem. Die Arena ist zu groß, oder? Nee, aber wir haben hier unten mehrere Ziele und auf der Karte wird euch nie so richtig angezeigt, wo die Ziele sind, wo ihr hin müsst. Jetzt kaum so groß ist die Karte ja nicht. Das halt mal ein bisschen erforschen. Game heißt New Gundam Breaker übrigens, so wie es oben drüber steht. Ups. Ach, guck mal einer an. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier geht es tatsächlich rein. Echt? Ja. Und da kannst du Indoor kämpfen. Das gibt dem Level eine... Voll die Disco-Party! Völlig neue Tiefe.
gucken, dass ich die Waffe irgendwie auflege. Ich kann hier keine mehr schießen. Super! Oder es tötet einen auch einfach instant. Das Teil sieht interessant aus. Fast so ein bisschen, als hättet ihr das in Kerbal Space Program gebaut. Mhm. Eine Düse hier, eine Düse da. Ja. Guck mal, da geht doch ein Treibstoff dran. Richtig. Tank. Trank. Wäre vielleicht hilfreich gewesen. Trank, ja, dann wäre das Ding auch mal abgehoben. Richtig. Nicht mal umgestanden. Das ist mit Sicherheit einer der größten Fail-Streams, die wir jemals gemacht haben. Neben Battlefront. Wieso? Ich meine, wir sind ja ein bisschen geflogen. Naja, stimmt. Ein bisschen. Eben. Ich meine, die richtig abartigen Sachen haben wir halt leider erst am Ende gemacht. Das stimmt. Da war das Spiel dann schon fast vorbei. Ist denn jetzt der Typ, den ich kriegen würde? Ich wusste, dass ich das in 8 Sekunden schaffen würde. Wir hauen einfach noch so ein bisschen. Da hast du gewonnen. Ja, weil wir eben, also wir haben das Hauptmissionsziel nicht erfüllt, aber wir gewinnen trotzdem, weil wir mehr Punkte als das Gegner zusammen haben. Gehst du denn jetzt in der Story trotzdem weiter, ja, oder? Ja, Gehst du nur in der Story weiter, wenn das Hauptmissionsziel erfüllt? Nee, geht auch nicht. Weil wir ja quasi das Match, wir haben das Match ja gegen ihn gewonnen. Oh, wir haben 4 Teile, mit denen wir was anfangen können. Und 10 Minuten, mit denen wir nichts anfangen können. Naja. Tja. Noch 3 Minuten bis zur Sommerpause. Und dann habe ich noch 3 Stunden, bis ich mein Skript fertig geschrieben habe. Das ist so blöd, dass der Getränkemarkt so früh zumacht. Ich konnte mir gar kein Red Bull kaufen. Ich sehe nicht schon, dass ich auf meinem Schreibtisch einschlafe und morgen früh hier aufwache. Nicht so cool. Aber guck mal, wir haben 110 Zuschauer. Nein, du musst es so machen. Du musst dann irgendwie du schläfst dann irgendwann um 12 ein, wachst dann morgens um 6 auf und wenn der Volker dann um 7:30 reinkommt, sagst du einfach so. Ja. Ich hab die ganze Nacht gearbeitet, ich bin jetzt weg. Ah, brillant. Brillant. Merk jetzt Bangasi, warum solltest du auf unserer No-Go-Liste stehen? Was hast du verbrochen? Das ist vielleicht der Deal. Weiß ich nicht. Ah, nein, kann nicht sein, weil da steht, meine Frau meint, dass ich dir nie gewinnen werde. Das kann nicht der Deal sein. Aber vielleicht wissen wir vom Dirk. Ach, du meinst, vielleicht hat er auch so eine Hologrammfrau zu Hause. Jetzt wollte ich gerade sagen, hast du die Gravity Falls Folge mit der Dating? Ich habe gerade die Zeitreise Folge gesehen. Und die nächste Folge ist dann wohl endlich diese ominöse Street Fighter Folge. Ich habe auf jeden Fall das Bild gesehen mit so einem Pseudo Street Fighter. Mit Ryu? Ja. Pseudo Ryu. Die ist tatsächlich super gewesen. Allerdings muss ich sagen, dass die in der zweiten Staffel die Folgen nochmal besser werden. Zumindest das ist bisher. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich habe gesehen, bei Netflix gibt es zum Glück auch dieses komische Johnny Supernight. Wie heißt das? Das habe ich schon vergessen. Irgend so eine andere Serie, die total angesagt sein soll. Die gucke ich dann gleich im Anschluss. Ich habe gestern die zweite Halloween-Episode, also die aus der zweiten Staffel, die Halloween-Episode gesehen. Und es gibt einen kurzen Teil, wo das Schwein spricht. Und das Schwein wird von Nighy Garrison gesprochen. Also dem krassen Astrophysiker-Heini. Ja. Es ist so witzig. Folge in dem Jahrmarkt war so geil mit dem Schwein. Wie Mabel sich mit dem Schwein freut. Alter, war das witzig. Mabel ist einfach die geilste. Ja. Aber das ist übrigens, immer wenn der schwarze Bildschirm kommt und Fragezeichen, das ist immer der Chef von dem Club, von dem Schülerrat. Das habe ich schon rausgefunden. Danger.
Mhm. Danger, Willy Robinson. Danger. So. Ne? So. Sind wir am Ende. Ja, so, ich muss jetzt mal hier noch einmal verlosen. Benny, erzähl noch ein bisschen was, während ich verlose. Ja, das war New Gundam Breaker. Das erste Gundam Breaker für... das komplett für die Next-Gen-Konsolen entwickelt wurde, beziehungsweise für die PlayStation 4 entwickelt wurde, mit der Unreal 3 Engine. Vielleicht nicht, ich muss mal gucken, welche Spiele wir noch haben, die auf der Unreal 3 Engine laufen. Ob es vielleicht daran liegt, dass die PlayStation immer aus dem Fenster gleich rausfliegt, wenn wir ein Spiel davon spielen. Genau. Leider, wie gesagt, ich als Riesenfan der alten Gundam Breaker Teile, die, muss ich ja auch dazu sagen, bestimmt nicht für jeden sind. Ich habe da immer mega viel Spaß mit gehabt. Muss leider gestehen, dass ich von dem Spiel jetzt hier bisher leider ziemlich enttäuscht bin. Denn ihr habt ja jetzt über den Verlauf des Streams ja ein bisschen gesehen, das Loot-System ist irgendwie ganz seltsam. Man kriegt irgendwie so richtig geil irgendwie Gundam-Bauen, kann man bisher auch noch nicht. Das hat nicht so viel Einflüsse auf die Performance quasi des Teils, oder zumindest habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie das vielleicht noch größere Performance-Einflüsse hat. Gefühlt ist es nicht mehr so schnell, nicht mehr so dynamisch. Die Grafik ist zwar wunderschön, aber sieht halt nicht mehr so... sind die Kämpfe jetzt irgendwie nicht mehr so spektakulär. Man kann irgendwie nicht mehr so richtig geil Kombos aneinander rein, Gegner quasi in so einer Art Combo-Lock halten, dass sie nicht mehr so leicht rauskommen. Und ja, man geht relativ schnell drauf, je nachdem. Dass man quasi selber Teile verlieren kann, war ja auch in jedem Gundam, also in den Gundam Breakern davor so. Allerdings halt nicht so extrem schnell, dass man quasi einmal blöd getroffen wird und sofort irgendwie der halbe Gundam auseinanderfällt. Das gab es davor nicht. Und da war auch das Problem, wenn das Teil einmal weg war, dann konnte man sich das Teil auch relativ easy wiederholen, weil man es auch super leicht auf dem Schlachtfeld wiedergefunden hat im Notfall. Hier ist es so, wenn einem das Teil weggehauen ist und man irgendwo in einer Masse von Gegnern drin steht, vergiss es. Das findest du nie wieder. Du musst einfach alle anderen Gegner kaputt hauen, dann findest du es auch wieder, kannst alle Teile aufheben. Und du hast auch nicht die Zeit, habe ich schon richtig mitbekommen, das gibt ja nicht, weil die Zeit, die Gegner spawnen immer wieder. Ja. Es gibt nicht so, dass du die Gegner weggehauen hast und hast dann noch 30 Sekunden, um das Level zu lösen. Richtig. Das geht nicht. Nee. Okay. Nee, also in dem Moment, weil der Witz an der Sache, ich habe ja dann auch gedacht, okay, wenn ich am Ende irgendwie die Zeit abgelaufen ist oder die Hauptmission erfüllt habe und dadurch die Mission gewinne, dann hast du ja tatsächlich noch 20 Sekunden, wo du dich noch bewegen kannst. Und dann war ja mein Gedanke, okay, ich fliege jetzt durch und sammle noch ein, was irgendwie um mich rumgeht. Der Witz an der Sache ist, selbst die Teile, die ihr eingesammelt habt, die ihr quasi bei euch tragt, werden nicht als Loot übernommen, sondern wirklich nur das, was ihr in die Kiste reinlegt. I see. Und wie gesagt, die Mechanik ist halt, finde ich einfach, die nimmt auch ein bisschen nochmal Geschwindigkeit und Dynamik aus dem Spiel raus, weil man eben, sobald man irgendwie coole Teile hat oder so, fliegt man halt einfach von der Action weg, von dem Missionsziel weg, fliegt halt quer über die ganze Karte, um irgendwo zu seiner Kiste zu kommen und die Sachen da reinzulegen. Und ja, da hatte ich bei dem anderen, auch wenn es natürlich quasi so simpler ist, wenn man haut halt einfach alles kaputt und sammelt den Loot beim Drübergehen ein und hat ihn dann automatisch. Das ist zwar simpler, aber für den Spielspaß irgendwie effektiver. Also besser. Ja. Naja, also genau. Ihr seht, Benny ist gespalten. Vielleicht wird es ja noch besser gemacht. Vielleicht wird es noch mehr. Das ist wie No Man's Sky. Ja. No Man's Sky ist jetzt mittlerweile auch ein sensationelles Spiel. Nach 3 Jahren. Habe ich gehört. Da sind schon wieder neue Patches. 2 Jahre. No Man's Sky Next ist der aktuelle Patch und damit soll es jetzt ja richtig gut sein. Mal gucken. Vielleicht spielen wir das irgendwann mal eher nicht. Ich meine, so viel Geld, wie die in den Rachen geschmissen bekommen haben, weil jeder Depp das Spiel gekauft hat, inklusive wir. Und vielleicht haben sie genügend Geld, um da jetzt quasi noch 2 Jahre dran weiterzuentwickeln. Vielleicht ist das dann das Spiel. Ja, vielleicht ist das Spiel dann auf der PlayStation 5 so, wie es sein soll. Ja, das war Peppermint Gaming, die lange Season von Januar bis August. Also fast so August. Wir haben viel Spaß mit euch gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit uns gehabt. Vielen Dank, Benni, für all die tollen Sessions, auch in meiner Abwesenheit. Benni hat ja tatsächlich, ich glaube, du hast jeden Termin gemacht, oder? Du hast keinen Termin ausgelassen. Ja, jeden Termin gemacht seit Januar. Wir sind jetzt 6 Wochen in Pause. Am 4. September geht es weiter mit Dragon Quest 11. Das ist, glaube ich, ein fantastischer Auftakt dann für die kurze Saison bis zum Dezember hin, bis Weihnachten, wo dann die nächste kurze Pause ansteht.
Wenn ihr Bock habt, schaut trotzdem weiter unseren Channel. Wir sind, auch wenn wir nicht so viel live sind, weiterhin jeden Dienstag gibt es Programm von 12 Uhr. Oh, Megamotte. Ich wollte gerade sagen, es ist Motral. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr in der Früh. Und natürlich gibt es auch weiterhin jedes Wochenende Videos bei uns, Aufzeichnungen, das Beste aus den letzten 5 Jahren. Und auch ein paar neue Videos, ein paar neue Let's Play-Geschichten. Dienstags wird es jetzt immer das Summercamp geben um 20 Uhr. Das ist eine Aufzeichnung, ist nicht live. Aber wir werden, wie versprochen, versuchen, einen Nachtclub in Los Santos aufzubauen und weltbekannte DJs wie Tale of Us und Solomon zu... Tale of Us ist da auch drin? Tale of Us ist auch drin, ja. Ah, okay. Solomon und den dritten habe ich tatsächlich nicht erkannt. Nein, du hast Tale of Us, Solomon, Black Madonna. Ach so, ja, kenne ich nicht. Black Madonna. Kennst du Black Madonna? Soll ultra, also ich lese die gerade überall, die muss gerade krass durch die Decke gehen, aber ich habe sie noch nie irgendwo mal gehört, was die eigentlich so macht. Ich finde es so witzig, dass sie im Trailer einen Polizisten aufs Maul haut. Finde ich gut. Das kommt bestimmt super für die Publicity. Mega gut. Aber es waren doch viele. Aber vielleicht ist Black Madonna auch einfach nur ein imaginärer Charakter, der von Rockstar erschaffen wurde. Nee, Black Madonna ist tatsächlich sie ist tatsächlich DJ. Also die gibt's wirklich. Ich habe auch schon bei Boiler Room und so weiter, ich habe mir noch nie was angeguckt. Also ich weiß nicht, was für Musik sie macht, aber die existiert tatsächlich. Tendenziell hoffen wir drauf, dass es auch David Guetta in das Spiel reingepatcht wird, damit wir ihn einfliegen lassen können und aber versehentlich dem Piloten die falschen Koordinaten geben und das Flugzeug dann irgendwo in den Hollywood Hills zerschellt. Das ist der Plan. Peppermint Gaming Summer Camp, wie gesagt, ab nächster Woche 5 Wochen lang, jeden Dienstag 20 bis 22 Uhr. Wir bauen einen Nachtclub in Los Santos auf. Freut euch drauf. Ansonsten die anderen Wiederholungen, ja, so wie immer, dienstags und freitags, samstags, sonntag. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit. Wünschen euch einen schönen Sommer. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche auf der Animagic. Vergesst nicht, wenn ihr noch kein Community Gathering Ticket abgegriffen habt, dann 250 Euro bei uns am Stand am Freitag ausgeben. Dann gibt es auch noch Einladungen, solange der Vorrat reicht. Ansonsten, das kann ich noch sagen. Genau, alles, die ganzen Private Messages. Wir flüstern euch an, Donnerstag, Freitag, Ende dieser Woche. Nicht verzagen, wir haben das jetzt alles in Excel-Tabellen aufgeschrieben. Wer gewonnen hat, Nora wird euch Ende der Woche anschreiben. Keine Panik, wenn ihr vorher nichts hört. So, das war's. Benni, auf Wiedersehen. Hast du noch was zu sagen? Ja, wir sehen uns in 6 Wochen wieder. Nach meinem Urlaub. Und ja, mal gucken, was die nächsten Wochen, was ich die nächsten Wochen vielleicht noch als ein oder andere Ding machen kann. Mal gucken, wie es wird. Tschüss. Tschüss.